Wir schreiben das heidnische Jahr 2019 nach Christus. Die Menschen auf der Welt sind durch diverse Weltanschauungen und Religionen gespalten wie nie zuvor. Linke gegen Rechte, Muslime gegen Juden und die Elite gegen das Volk. Dazu kommt der Einfluss der neuen Wirtschaftsmacht China und die Unruhen im Nahen Osten. Bevor wir einen größeren Sprung in die Zukunft machen, wollen wir uns zunächst einmal anschauen, was uns in den nächsten Jahren erwarten könnte. Der Prophet Daniel gab uns in Kapitel 8 eine Prophezeiung über einen bevorstehenden Krieg, dessen Ende bereits feststeht. So wurde ab Vers 3 in biblischer Symbolsprache Folgendes prophezeit. Und siehe, da stand vor dem Fluss ein Widder, der gegen Westen, Norden und Süden stieß, und kein Tier konnte vor ihm bestehen. Da kam ein Ziegenbock von Westen her über die ganze Erde, ohne den Erdboden zu berühren. Und er kam zu dem Widder und lief wütend mit seiner ganzen Kraft gegen ihn an und ihm seine beiden Hörner zerbrach. Denjenigen, die sich mit der biblischen Prophetiesymbolik nicht auskennen, sei gesagt, dass es hier nicht buchstäblich um einen zukünftigen Kampf zwischen Tieren geht, sondern um einen Krieg, in dem Nationen oder Reiche mit Tieren symbolisiert werden. Die Auflösung dieser Prophezeiung finden wir ab Vers 20, wo geschrieben steht: Siehe, ich verkünde dir, was in der letzten Zeit des Zornes geschehen wird, denn es bezieht sich auf die bestimmte Zeit des Endes, nämlich auf die Endzeit. Der Widder, den du gesehen hast, das sind die Könige der Meder und Perser. Der Ziegenbock aber ist der König von Griechenland. Die Meder und Perser werden also einen zukünftigen Krieg gegen den Westen verlieren. Während wir die Perser mit dem Iran verbinden, so bleibt bei den Medern noch ein Fragezeichen, aber Kandidaten wären unter anderem der Irak, Syrien oder die Türkei. Der Westen besteht natürlich nicht nur aus Griechenland, aber da es damals noch keine Worte wie Europa oder Amerika gab, so steht Griechenland symbolisch für den Westen. Das hebräische Wort, das in Vers 21 mit Griechenland übersetzt wurde, ist Javan, der vierte Sohn von Japhet, der wiederum der dritte Sohn von Noah war. Laut dem Buch Daniel wird der Westen zwar siegreich sein und viel Einfluss auf der Welt haben, doch auch die westliche Weltordnung wird an seine Grenzen kommen. So heißt es in Daniel 8 ab Vers 8. Der Ziegenbock aber wurde über die Maßen groß, nämlich das Reich aus dem Westen, das die Meder und Perser besiegte. Als es aber am stärksten war, das Reich aus dem Westen, zerbrach das große Horn und es wuchsen an dessen Stelle vier ansehnliche Hörner auf nach den vier Himmelsrichtungen hin. Nachdem der Westen nun auf dem Höhepunkt der Macht seinen Einfluss verliert, werden vier Reiche an Macht zunehmen. Vielleicht eine vereinte Weltunion aus Amerikanischer Union, einer Afrikanischen Union, einer Asiatischen Union und einer Europäischen Union, in der wir bereits leben. Wir befinden uns heute in einer Weltordnung, die eine extreme Globalisierung vorantreibt, was in Zukunft seinen Höhepunkt erreichen wird, spätestens wenn der Antichrist die Bühne betritt, der in Daniel 8, Vers 9 als kleines Horn bezeichnet wird und nach den vier Reichen seine Macht beginnt aufzubauen. Wie viel Macht der Antichrist bekommen wird, erfahren wir unter anderem in Offenbarung 13, Vers 7, wo Folgendes geschrieben steht. Und es wurde ihm gegeben, nämlich dem Antichristen, Krieg zu führen mit den Heiligen und sie zu überwinden, und es wurde ihm Vollmacht gegeben über jeden Volksstamm, über jede Sprache und über jede Nation. Der Antichrist wird also militärisch siegreich sein und Vollmacht über jede Nation bekommen, was einer totalen Globalisierung gleichkommt, mit dem Antichristen als König seiner neuen Weltordnung. Während der Zeit des Antichristen wird es eine große Stadt geben, die im Buch der Offenbarung als Hure Babylon bezeichnet wird, mit denen die Völker Handel treiben. Es gibt viele Theorien innerhalb des Christentums über diese große Stadt. Einige glauben, dass die Europäische Union etwas mit der Hure Babylon zu tun hat, andere meinen, diese große Stadt in New York gefunden zu haben, das ja genauso ein Wirtschaftszentrum ist wie die Europäische Union. Andere wiederum halten Mekka oder Jerusalem für die Hure Babylon, doch die meisten gehen davon aus, dass mit der Hure Babylon der Vatikan in Rom und das Papsttum gemeint sind. Diese Serie soll unter anderem dazu beitragen, die Frage zu beantworten, wer oder was die Hure Babylon wirklich ist, denn alle vorher erwähnten Antworten sind falsch, was die Zukunft beweisen wird. Jeder hat seine Argumente für seine Auslegung bezüglich dieser geheimen Stadt Babylon, doch weil nicht alle recht haben können, werden wir uns in dieser Serie auf eine Reise in die Zukunft begeben, um in der Gegenwart vorbereitet zu sein, damit wir aus der Vergangenheit lernen, denn die Wahrheit kommt ans Tageslicht.
Wir schreiben das heidnische Jahr 1987 nach Christus. In den USA regiert Ronald Reagan als 40. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, der genauso wie Richard Nixon, George Bush Senior, sein Sohn George W. Bush oder Arnold Schwarzenegger ein Besucher des Bohemian Grove war. Der Bohemian Grove ist ein großes Waldgelände in Kalifornien, wo sich bereits seit 1899 die ausschließlich männlichen Mitglieder des Bohemian Club treffen, nämlich vor allem die amerikanische Elite aus Politik, Wirtschaft, Kunst und Medien. Der Journalist Alex Jones konnte mit versteckter Kamera die heidnischen Rituale im Bohemian Grove aufnehmen, weswegen diese Geheimgesellschaft nicht mehr geheim ist, genauso wenig wie die Bilderberger oder Skull and Bones. Da die weltweite Globalisierung jahrzehntelang von den USA vorangetrieben wurde, ist Donald Trump dieser globalen Elite natürlich ein Dorn im Auge der Pyramide. Doch kehren wir zurück ins Jahr 1987, als US-Präsident Ronald Reagan am 21. September der Welt bei den Vereinten Nationen Folgendes zu sagen hatte. Bei unserer Obsession vergessen wir häufig, wie viel all die Mitglieder der Menschheit vereint. Vielleicht brauchen wir eine externe, universelle Bedrohung, damit wir diese gemeinsame Bindung begreifen. Ich denke gelegentlich darüber nach, wie schnell unsere Differenzen weltweit verschwinden würden, wenn wir mit einer außerirdischen Bedrohung von außerhalb dieser Welt konfrontiert werden. Ronald Reagan machte also deutlich, wie leicht man die Welt doch vereinen könnte, wenn man gemeinsam einer außerirdischen Bedrohung aus dem All gegenüberstehen würde, was unter anderem an den Film Independence Day aus dem Jahr 1996 erinnert, in dem der amerikanische Präsident folgende Rede vor seinen Soldaten hält. In weniger als einer Stunde werden sich unsere Flugzeuge mit anderen aus der ganzen Welt vereinen. Unser gemeinsames Interesse verbindet uns, und sollten wir diesen Tag überstehen, wird der 4. Juli nicht länger nur ein amerikanischer Feiertag sein, sondern der Tag, an dem die Welt mit einer Stimme erklärt, wir werden nicht schweigend in der Nacht untergehen. Die ganze Welt soll also mit einer Stimme sprechen, so wie es bereits in der Europäischen Union mit den vielen Sprachen der Fall ist, denn der Slogan eines offiziellen Posters der Europäischen Union lautet: Europa. Viele Sprachen, eine Stimme. 20 Jahre nach dem ersten Teil von Independence Day kam der zweite Teil in die Kinos, in dem die amerikanische Präsidentin über den damaligen Präsidenten eine Rede hält und sagt, dass er die Menschen inspiriert hat, als ein Volk und als eine Welt aus der Asche aufzuerstehen. Diese Formulierung ist deswegen so interessant, weil es ein Sprachgebrauch der Freimaurer ist, dessen Leitspruch lautet: Ordo ab Chao, also Ordnung aus dem Chaos, wofür laut Freimaurerei der Phönix stehen soll, der Vogel, der aus der eigenen Asche aufersteht, so wie die Freimaurer innerhalb der verschiedenen Grade aufsteigen. Doch es gibt auch esoterische New Age-Bruderschaften, die in Kontakt mit Geistern sind, die sich wiederum als aufgestiegene Meister bezeichnen. Eine dieser Geheimgesellschaften ist die sogenannte Aetherius Society, die Folgendes über sich zu sagen hat. Die Aetherius Society ist eine weltweite geistliche Bruderschaft, die sich der Rettung und Erleuchtung der Menschheit widmet, die der Menschheit in der Vergangenheit durch solche große Wesenheiten wie Sri Krishna, Lord Buddha, Meister Jesus und anderen gegeben wurden. Auch Jesus wird von dieser New Age-Gesellschaft als Meister bezeichnet und mit Krishna oder Buddha verglichen, weswegen viele Esoteriker Geister channeln, die sich als Erzengel Michael, Engel Gabriel oder eben als Jesus ausgeben. Aber sie sind es nicht. Wer nicht an Geister glaubt, der glaubt auch nicht an sich selbst, denn der Mensch besteht nicht nur aus Fleisch und Blut und aus Körperteilen, die wir sehen, sondern vor allem auch aus dem Geist, der im Körper wohnt. Einer dieser Geister, der aufgestiegenen Meister, verkündete durch einen New Ager, dass die Welt zwischen 2015 bis 2017 mit Sicherheit wissen wird, dass außerirdisches Leben existiert. Und in der Tat wurde Mitte 2016 gefragt, ob bald die Aliens kommen, weil so viele UFOs wie noch nie gesichtet wurden. Natürlich würde die globale Elite eine so weltverändernde Neuigkeit nicht einfach so rausposaunen, denn der gechannelte Geist, von dem dieser New Ager besessen war, verkündete außerdem Folgendes für die nahe Zukunft. Das wahrscheinliche Zeitfenster für den Kontakt, nämlich zu Außerirdischen, wird in euren Jahren zwischen 2025 und 2033 sein. Das ist das wahrscheinlichste Zeitfenster, in dem der offene Kontakt auf eurem Planeten existieren wird.
Ein offener Kontakt auf der Erde ist also kein geheimer Kontakt mehr mit einzelnen Menschen oder Eliten, die diese Neuigkeit geheim gehalten haben, sondern es wird das Weltbild der Menschen für immer verändern, wenn sie erfahren, dass sie in der Tat nicht allein sind. Der gechannelte Geist sprach vom Jahr 2025 bis 2033, weswegen wir mal schauen, was vor knapp 10 Jahren berichtet wurde. So heißt es in einem Artikel vom 13. November 2008. Erster Kontakt mit Außerirdischen bereits 2025. Science Fiction wird bald Realität. Seth Shostak ist sicher, im Jahr 2025 wird die Menschheit außerirdisches Leben in den Weiten des Weltalls entdecken. Shostak ist einer der führenden Köpfe des SETI-Projekts, das mit Teleskopen und Raumsonden gewonnene Daten nach Spuren außerirdischer Zivilisationen untersucht. Wie die Außerirdischen mit der Endzeit, dem Antichristen oder der Hure Babylon zusammenhängen, werden wir in den nächsten Teilen offenbaren, denn nicht nur Science Fiction wird bald Realität, sondern auch die biblische Endzeitprophetie. Eine Prophezeiung, die sich bereits erfüllt hat und immer noch dabei ist, sich zu erfüllen, finden wir im Buch des Propheten Jesaja wieder, der Folgendes über Javan, also den Westen, prophezeit hat. So heißt es in Kapitel 66, Vers 19: Und ich will ein Zeichen an ihnen tun und aus ihrer Mitte Gerettete entsenden, nämlich Menschen des Volkes Gottes, nach Javan, in den westlichen Teil Europas, nach den fernen Inseln, die noch nichts von mir gehört haben und meine Herrlichkeit nicht gesehen haben. Und sie, die Menschen von Javan, der westliche Teil Europas, sie werden meine Herrlichkeit unter den Heidenvölkern verkündigen. Und so wurden Menschen aus dem Nahen Osten nach Javan gesandt, also in den Westen, dessen Menschen den Gott der Bibel nicht kannten, aber von Gott anerkannt wurden, denn von Javan, vom westlichen Kontinent Europa, wurde die Botschaft des Evangeliums in der Tat den Heidenvölkern weltweit verkündet, was Europa zu einem christlichen Abendland machte, so wie es der Prophet Jesaja vor über 2500 Jahren vorausgesagt hat. Wir befinden uns heute in einem geistigen Krieg, den wir nur dann gewinnen können, wenn wir unsere geistigen Feinde und deren Verschwörung erkennen, die wir mit Gottes Hilfe aufdecken werden, denn die Wahrheit kommt ans Tageslicht wie im Himmel, so auch auf der Erde. Amen. In der ersten Folge, die mehr eine Einleitung in die Serie war, haben wir uns unter anderem mit einer Prophezeiung aus Daniel 8 beschäftigt, aber auch mit der Tatsache, dass viele Menschen weltweit an Außerirdische glauben, was auch durch eine Überschwemmung an UFO-Filmen geschieht. Doch es gibt auch Geheimgesellschaften, dessen Mitglieder bereits geistigen Kontakt mit diesen außerirdischen Wesen aufgenommen haben, wie zum Beispiel die bereits im ersten Teil erwähnte Aetherius Society, dessen weltweite Bruderschaft sich der Rettung der Welt widmet. Genau das ist ein Phänomen, das auch Dr. Kurt E. Koch erwähnte, nämlich dass von den UFO-Gläubigen behauptet wird, dass die Außerirdischen uns eines Tages zu Hilfe kommen würden und uns in den kommenden Weltkatastrophen zur Seite stehen, womöglich in der Endzeit. Auch im Buch Aquarian Revelations wird berichtet,
dass ein gechanneltes Wesen namens Oxo von einer sehr nahen Galaxie kommen würde, um den Menschen zu helfen. Außerdem heißt es in diesem Buch ab Seite 106 weiter: Es wird eine Zeit kommen, nämlich in der Endzeit, wenn die Katastrophen ihren Höhepunkt erreichen werden. Der Rest der lebenden Menschen werden von den Raumschiffen aufgehoben werden und sicher zum Planeten Saturn gebracht, der ja für den Satan steht. Ihr seid alle in den Händen der Weltraumbrüder und umso eher ihr dies versteht, desto besser. Nun, die katholische Kirche scheint dies bereits verstanden zu haben, denn der Vatikanastronom Guy Consul Magno hat öffentlich davon gesprochen, dass es sich bei den Aliens sogar um die Retter der Menschheit handeln könnte, aber da der Vatikan und die Jesuiten ihr gemeinsames Teleskop Lucifer genannt haben, wundern uns solche Aussagen nicht wirklich. Wir schreiben das heidnische Jahr 1982 nach Christus. In einem Interview mit zwei Christen offenbarte der ehemalige Satanist Roger Monod, um was es sich bei diesen Aliens wirklich handelt und was sie geplant haben. So hat er in einem Interview Folgendes berichtet. Eine der größten Täuschungen der letzten Tage, er sagte, nämlich der okkulte Hohepriester, es wird in einer einzigartigen Weise geschehen. Ein großer Plan, und die Menschen werden diesen Plan verschlingen. Die dämonischen Geister werden sich selbst als Bewohner ferner Planeten anderer Galaxien ausgeben, die kommen, um die Bewohner der Erde vor der bevorstehenden Zerstörung des Planeten zu warnen, wenn nicht etwas Ernstes getan wird, dies zu verhindern. Es ist in der Tat eine der größten, vielleicht sogar die größte Täuschung der Endzeit, denn da man heutzutage den Eindruck hat, dass selbst im christlichen Abendland mehr Menschen auf die Ankunft von Außerirdischen warten, als auf die Wiederkunft des Messias, werden viele ungläubige und unwissende Menschen sehr begeistert sein, wenn die Aliens auf die Erde kommen. Der ermordete Radiomoderator Bill Cooper, der sich auch mit der neuen Weltordnung und der okkulten Verschwörung beschäftigte, sagte über dieses Alien-Phänomen ebenfalls Folgendes. Was ich herausfand, meine Damen und Herren, war, dass seit etwa 1917 ein Plan zur Schaffung einer künstlichen außerirdischen Bedrohung für die Erde existierte. Es wurden Experimente vorgeschlagen, um die Glaubwürdigkeit der Bedrohung durch eine Invasion von außerhalb unserer Welt zu testen. Diese Aussage von Bill Cooper deckt sich nicht nur 1:1 mit den Aussagen von Roger Monod, sondern erklärt auch, warum Ex-US-Präsident Ronald Reagan bei den Vereinten Nationen sagte, dass man eine externe, universelle bzw. außerirdische Bedrohung von außerhalb dieser Welt bräuchte, damit sich die Menschheit vereint, wie wir bereits im ersten Teil gesehen haben und unter anderem im Film Independence Day sehen können. Wir schreiben das heidnische Jahr 2008 nach Christus. Schauen wir mal, was die Ex-First Lady und Ex-US-Außenministerin Hillary Clinton im Wahlkampf 2008 während eines Auftritts sagte. Es gibt so vieles, was wir tun könnten, wenn wir alle als eine Welt zusammenarbeiten. Erinnert ihr euch an den Film Independence Day, in dem Angreifer aus dem All gekommen sind und die ganze Welt war gegen diese Invasion vereinigt? Mit vereinten Kräften bzw. mit den Vereinten Nationen gegen eine außerirdische Invasion aus dem All? Das ist kein Film mehr, sondern ein Plan, der in naher Zukunft Realität wird, auch laut der biblischen Endzeitprophetie, wie wir in den nächsten Teilen sehen werden. Doch Roger Monod ist nicht der einzige bekehrte Christ, der die Aliens für dämonische Geister hält, denn auch der Ex-Hexenmeister John Todd berichtete von Menschen, die eine Beschwörung abhielten, womit sie den Himmel mit UFOs füllten, doch in Wahrheit standen sie in einem Kreis und haben, bei einem Ritual, Dämonen beschworen. Auch der christliche Buchautor Fritz Springmeier sagt im Prophecy Club, dass die Aliens Dämonen sind. Der bekannte Kreationist Kent Hovind ist der Meinung, dass es zwei verschiedene Arten von UFOs gibt, nämlich zum einen streng geheime Raumschiffe der Regierung, vielleicht in Area 51, und zum anderen satanische Erscheinungsformen, nämlich dämonische Geister. Auch Dr. Kurt E. Koch schrieb in seinem Buch über das okkulte ABC ab Seite 613, die Tatsache, dass wir es bei den UFOs mit massivem Okkultismus zu tun haben, wird dadurch erhärtet, dass die UFO-Praktiken exakt mit den spiritistischen Praktiken parallel laufen. Es liegt erschreckendes Material vor, das zeigt, dass die Erscheinungen von UFO-Materialisationen böse Geister sind. Eines ist sicher, UFOs sind keine positiven Zeichen am Himmel, sondern negative Erscheinungen. In diesem Zeitalter, in dem viele Menschen sehr materialistisch sind, glauben weniger an Geister oder an übernatürliche Phänomene,
Weswegen der Schock bei diesen Menschen am größten sein wird, wenn sie erkennen, dass es mehr gibt, als wir augenscheinlich wahrnehmen. Arthur Clarke schrieb bereits 1975, dass man diese Theorie nicht länger aufrechterhalten kann, nämlich die Theorie, dass UFOs interstellare Raumschiffe wären. Denn UFOs werden laut Preston Dennett niemals erklärt werden können, solange man nicht auch die geistigen Aspekte der UFOs erklärt hat, was wir mit diesem zweiten Teil der Serie vorhaben. Trevor James schrieb, dass ausreichende Kenntnisse über die okkulte Wissenschaft für die Untersuchung der UFOs notwendig sei. John Keel schrieb im Buch Operations Troja Horse, dass die UFO-Manifestationen im Großen und Ganzen lediglich untergeordnete Variationen der uralten dämonologischen Phänomene sind. Auch im Buch Abduction von Dr. John Mack heißt es auf Seite 48, die Außerirdischen werden als Vermittler oder zwischenzeitliche Wesen anerkannt. Manchmal gleichen die außerirdischen Wesen Engeln oder Lichtwesen. Und das erinnert uns wiederum sehr stark an den gefallenen Engel Luzifer, den Nichtträger, der auch als Satan der Teufel bezeichnet wird, der sich laut 2. Korintherbrief Kapitel 11 Vers 14 in der Tat als ein Engel des Lichts verkleidet, weswegen der Teufel nur selten seine Maske fallen lässt. Der ehemalige Satanist Roger Monod, der in vielen Seancen Geister gechannelt hat und in die Pläne der Okkultisten eingeweiht war, sagte 1982 im Interview außerdem folgendes. Man sollte dafür Sorge tragen, sagten die Okkultisten, dass die Menschen nicht an eine Existenz Satans und seinen Engeln glauben. Wir müssen den Menschen Glauben machen, dass Satan und seine Engel nicht existieren. Denn wenn alle Menschen an die Existenz von Satan und seinen Engeln glauben würden und genug Bibelwissen hätten, dann könnte Satan nicht so viele Menschen mit seiner Alientäuschung verführen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Menschen während der Ankunft der außerirdischen Engel oder dämonische Geister in Betracht ziehen, stellt sich heutzutage bei den meisten Menschen gar nicht, weil die Menschen mit Science-Fiction aufgewachsen sind und außerirdische Wesen für realer halten als den Gott der Bibel. Deswegen werden viele Menschen auf diese okkulte Endzeittäuschung reinfallen. Auf den Punkt gebracht hat es Dr. Pierre Guerin, der Folgendes geschrieben hat. Das Verhalten von UFOs ist eher der Magie ähnlich als der Physik, wie wir sie kennen. Die modernen Ufonauten und die Dämonen der vergangenen Tage sind wahrscheinlich identisch. Und diese Geister der vergangenen Tage werden in naher Zukunft wiederkommen, denn in der Endzeit sind es laut Offenbarung 16 Vers 14 dämonische Geister, die Zeichen tun und zu den Königen der Erde und des ganzen Erdkreises ausgehen, weil sie das wollen, was auch viele Menschen der Geheimgesellschaften wollen, nämlich Macht. Eine unbeschreiblich große Macht in der Endzeit hat vor allem die Heimat und das Zuhause dieser dämonischen Geister, nämlich die Hure Babylon, die große Stadt, die zu einer Behausung der Dämonen geworden ist und zu einem Gefängnis aller unreinen dämonischen Geister. Und durch die Irrlehren dieser dämonischen Geister werden viele getäuscht werden. So heißt es im 1. Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 1. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten, nämlich vor allem in der Endzeit, etliche vom Glauben an den Gott der Bibel abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Wer, was und wo die Hure Babylon wirklich ist, werden wir uns in den nächsten Teilen anschauen, denn die Bibel ist nicht zweideutig, sondern eindeutig. Wir haben gesehen, dass einige Menschen von gechannelten Geistern besessen waren und verführt wurden, während andere Menschen durch den Geist Gottes erkannt haben, was Satan im Schilde führt und wer hinter der Alientäuschung steckt. Und so wie der Herr laut Sprüche 16 Vers 2 die Geister prüft, so sollten auch wir laut Neuem Testament nicht jedem Geist glauben, sondern ebenfalls die Geister prüfen, ob sie aus Gott sind, denn die Wahrheit kommt ans Tageslicht wie im Himmel, so auch auf der Erde. Amen.
Wir schreiben das heidnische Jahr 2017 nach Christus. Die Menschen werden durch UFO-Filme in die Kinos gelockt und von UFO-Serien auf Netflix unterhalten. Gleichzeitig besitzt der Mensch bereits eine Technik, die sogar die Geburt eines digitalen Gottes ermöglicht hat, denn die künstliche Intelligenz entwickelt, wie es heißt, gottgleiche Züge. Doch ist es das, worauf wir gewartet haben? Ich glaube nicht. In diesem Artikel heißt es weiter: Der Guardian schrieb, ein KI-Gott, also ein Gott mit künstlicher Intelligenz, würde bald eine neue Bibel schreiben. Würde er also Gebote festlegen, nach denen wir zu leben hätten? Müssen wir bald einen Algorithmus anbeten und uns ihm unterwerfen? Gewiss träumt mancher schon von einem digitalen Gott, der unsere Weltgeschicke lenkt. Was für die einen jedoch die Erfindung Gottes durch Menschenhand ist, ist für Christen die ultimative Gotteslästerung, gewissermaßen die Schaffung des Antichristen. Nun, da der Antichrist laut Bibel ebenfalls behaupten wird, Gott zu sein, sind solche Roboter in dem Fall genauso wie die Menschen, denn so wie der Geist gut oder böse ist, so ist auch das Programm der Roboter entweder gut oder schlecht für die Menschen, und solange sich die Roboter aus der Religion halten, ist ja alles okay, was leider nicht überall der Fall ist. In vielen deutschen Städten, wie zum Beispiel in Hamburg oder in Wiesbaden, wurden bereits die ersten Digitalgottesdienste mit Segensrobotern gefeiert, was kein Einzelfall ist, denn auch in Japan ehrt man den neuen Roboterherrn, ein Android oder ein menschlich aussehender Roboter, der wiederum den buddhistischen Glauben predigt. Was die USA im Golfkrieg mit den Gläubigen im Irak vorhatten, erfahren wir unter anderem in einem Artikel der Washington Post vom 1. Februar 1999, in dem Folgendes berichtet wird: Wenn Sehen und Hören nicht Glauben ist, was wäre, wenn die USA ein holographisches Bild von Allah schwebend über Bagdad projiziert, welches das irakische Volk und die Armee drängt, sich gegen Saddam zu stellen? Solche Projektionen am Himmel werden auch als Projekt Bluebeam bezeichnet und könnte auch in der Endzeit genutzt werden, um Menschen verschiedener Glaubensrichtungen zu täuschen. Auch die Grundschullehrerin Carol Rosen berichtete Folgendes über ihr Treffen mit Werner von Braun. 1974 lernte die damalige Grundschullehrerin Carol Rosen den deutschen Raketeningenieur Werner von Braun kennen. Er berichtete ihr von einer universellen Lüge, die auf der ganzen Welt erzählt würde. Der letzte Trumpf, so von Braun, würde eines Tages eine angebliche Bedrohung durch Außerirdische sein. Viele, die sich mit dem Thema Area 51 oder der Alien-Verschwörung allgemein beschäftigt haben, halten diese Bedrohung von Menschen inszeniert, entweder durch die Technik des Bluebeam-Projekts oder durch Menschenhand, was beides in der Endzeit nicht der Wahrheit entspricht, weil wir laut Bibel wirklich bald Besuch bekommen werden. Vor allem die New Age-Szene wartet schon sehnsüchtig auf den ersten Kontakt zu den Außerirdischen, wie zum Beispiel mit dem gechannelten Geist Sananda, auch bekannt als Jesus Christus, weswegen wir sehen, dass es nicht nur antichristliche Roboterprogramme geben kann, sondern vor allem antichristliche Geister existieren, wie wir vor allem im zweiten Teil versucht haben deutlich zu machen. Und so wie Israel 12 Stämme hat oder Jesus 12 Apostel hatte, so gibt es in der New Age Bewegung auch das sogenannte Konzil der 12, über die Folgendes berichtet wird. Das Konzil der 12 ist eine Gruppe von nicht-physischen Meistern, also Geister. Diese Meister in der geistigen Hierarchie arbeiten mit der Menschheit und der Erde und helfen, die große Veränderung im Bewusstsein zu erleichtern. Ein Teil ihrer Rolle ist es, Menschen zu ihrer wahren göttlichen Natur zu erwecken. Und so wie es dieses außerirdische Konzil der 12 gibt, so geht es auch bei der Haupthandlung im Alien-Film Arrival aus dem Jahr 2016 um 12 außerirdische Raumschiffe, die an unterschiedlichen Punkten auf der Erde landen. Und während die Geister des Konzils der 12 ihre Gedanken durch die Menschen weitergeben, die diese Geister gechannelt haben, so kommunizieren die Aliens im Film Independence Day ebenfalls durch Gedankenübertragung mit den Menschen, zum Beispiel mit dem US-Präsidenten, was auch im zweiten Teil von Independence Day der Fall ist. Außerdem wollen die Geister des Konzils der 12 die göttliche Natur des Menschen erwecken, was uns sehr stark an den Sündenfall im Garten Eden erinnert, über den in Genesis 3 ab Vers 4 Folgendes berichtet wird. Da sprach die Schlange zu der Frau, nämlich zu Eva: Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott. Die Schlange versprach Eva also Unsterblichkeit, Erleuchtung bzw. Erkenntnis und Gottgleichheit, was exakt dieselben Versprechen sind, die auch die gechannelten Geister der New Age-Bewegung ihren Anhängern versprechen,
weswegen die New Age-Täuschung eine von vielen Täuschungen des Teufels ist, um die Menschen zu verführen. Viele Menschen berichten bereits seit Jahrzehnten, dass sie von Außerirdischen entführt wurden, doch leider werden diese oft als Spinner abgestempelt. Im Buch Transformation von Whitley Strieber wird ab Seite 96 Folgendes über so eine Entführung durch Aliens berichtet. Warum waren meine Besucher so geheimnisvoll? Ich fühlte ein absolut unbeschreibliches Gefühl der Bedrohung. Es war die Hölle auf Erden, in Anwesenheit der Wesenheiten. Und doch konnte ich mich nicht bewegen. Natürlich, es waren Dämonen. Die Entführung durch Außerirdische beschreiben die meisten nicht gerade als ein schönes Erlebnis, weswegen einige Menschen diese Aliens als Dämonen identifiziert haben. Ähnliche Erfahrung hat auch ein Pilot gemacht, der in einem Gespräch mit dem Bruder Steve Cicolanti Folgendes berichtete. Hi, it's Pastor Steve Cicolanti hier, and we've got Keith, one of our YouTube fans, with me on a tour of Israel, and we were just taking a question, and suddenly people were asking about, what do you believe about aliens? Are they real? Or is there life on other planets? And based on the Bible, I believe that there are aliens. In fact, you know, all the angels are aliens. They're from another planet, another dimension. All the demons also that are fallen are aliens. But they manifest themselves these days through what many people consider UFOs, unidentified flying objects. And when we were talking about this, how I said you don't have to be afraid of aliens. If you ever see one, if you ever see like a UFO, you could just take authority by it, it'll crash out of the sky. Suddenly, I didn't realize we had a pilot with us, and I just want you to hear this pilot's testimony. Go for it. Hi, I'm Keith. I'm been an airline pilot for the last 20 years, flying for the last 32 years. About a year and a half ago, we were flying from Sri Lanka to India side. And in front of us, there were a few aircraft, but no traffic. But they were reporting seeing lights in the sky and verifying for any aircraft traffic in front of us or military activity. The air traffic control actually came back to them and said there was no verifiable traffic. But out of the distance, I did see lights. Even the two colleagues on the flight deck with me, we all saw lights. The lights were iridescent, it was changing colors, and it was very erratic in movement. Now let's just explain that for a second. Erratic movement. What I've heard is these things can go at supersonic speed, and suddenly they make a right turn, which no military aircraft can do, right? No. So erratic is like just up here? Yeah, it was just in one direction it went off, and it came back, but in a different area in the sky. Is it possible maybe there's multiple of them? No, there was one. There was one? There was one. You're sure of that? Absolutely sure. And then what happened? And of course, we clarified information with the air traffic control as well. And as I said, no verifiable traffic. I knew exactly what it was, and I knew exactly what I was seeing. And basically what I did was to rebuke it in the name of Jesus. And straight away, the activity stopped. Wow. Wow. And so you got it there, first-hand testimony from an expert. This is someone trained. And Keith, you're not a new pilot, are you? No, for the last 32 years. You've been a pilot 32 years. That's not great. Not like a rinky-dink airline. No, I'm a senior airline captain. Senior airline and a major airline. Yeah, a major airline. That you probably, you know, those listening probably have flown on. This is a senior pilot with two other co-pilot, one a trainee pilot. All three of them saw erratic movement from a UFO. And here's the catcher. The moment he used the name of Jesus, the thing disappeared. So we're never afraid, and that gives another witness that UFOs are not interplanetary objects. They're actually interdimensional. They're spiritual objects coming to deceive people. And a lot of people end up believing that, oh, I don't believe the Bible anymore. I don't believe God. Aliens made me. Well, that's a fairy tale. And the Bible's talked about incursions from the Nephilim in Genesis chapter 6 when the fallen sons of God you know, invaded the earth and made such a mess. That's why there was Noah's flood. It was the cause of Noah's flood. So I'm very happy to share this and then have confirmation from you as a senior pilot. I'm really thankful for that. That's arranged by God. And I really believe that's going to help someone that's been trapped or been in this delusion, believing that aliens made them and aliens going to save them.
No, there is one God, and He sent His Son Jesus to save us, and only through Him you can be free from these demonic influences. I'll tell you one more thing that I've heard directly from someone else who's done UFO research. He found out a commonality between people who were abducted by aliens, and in every case, they never take a born-again Christian. They can't do it. They have no power to take a born-again Christian. Think about that. If they're just, you know, interplanetary organisms, how is it that they know the religion of the abductee? So they can't mess with you, all right? As long as you know that you're born again, you've given your life to Jesus, you belong to Him. You belong to Him. You belong in His system. You belong in His galaxy. Amen. And He's going to take you to heaven. Wir sehen also, dass okkulte Geister nicht wegzudenken sind, wenn man die UFO-Phänomene und die Alien-Agenda wirklich verstehen will. Was wir in den nächsten Teilen für euch verständlich machen wollen, ist die Offenbarung der Hure Babylon, die eine Hauptrolle während der außerirdischen Invasion der Endzeit spielen wird. Über diese große Stadt der Endzeit heißt es in Offenbarung 17, Vers 18 und in Kapitel 18, Vers 4. Und die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, die Herrschaft ausübt über die Könige der Erde, nämlich die Hure Babylon. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach: Geht hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr ihrer Sünden nicht teilhaftig werdet und ihr damit nicht von ihren Plagen empfangt. Denn ihre Sünden reichen bis zum Himmel und Gott hat ihrer Ungerechtigkeit gedacht. Gott warnt uns also davor, etwas mit der Hure Babylon zu tun zu haben, da diese große Stadt laut Bibel in der Endzeit vernichtet werden wird. Was diese große Endzeitstadt Babylon wirklich ausmacht und wo sich diese geheime Stadt befindet, werden wir im nächsten Teil offenbaren, denn die Wahrheit kommt ans Tageslicht, wie im Himmel, so auch auf der Erde. Amen. Wir schreiben das heidnische Jahr 2012 nach Christus. Viele Menschen auf der Welt sind auf der Suche nach der berühmten untergegangenen Stadt Atlantis, doch während die meisten an unterschiedlichen Orten auf der Erde Ausschau halten, so ist Dieter Bremer anderer Meinung. In einem Artikel vom 29. August 2012 heißt es: Atlantis war eine Raumstation. Der deutsche Atlantis-Autor Dieter Bremer ist sicher, dass Platon in Wahrheit keine im Meer versunkene Insel Atlantis beschrieben hat, sondern eine Raumstation der Astronautengötter. Wenn Atlantis wirklich eine himmlische Raumstation war, dann wundern uns Serien wie Stargate Atlantis nicht wirklich, genauso wenig wie der Name eines Space Shuttles der NASA, nämlich die Raumfähre Atlantis. Doch die NASA ist noch an einem anderen Projekt beteiligt, dessen Umsetzung wohl Science Fiction bleibt. So wird berichtet: Der Stanford Torus ist eine hypothetische Weltraumkolonie, die in Form einer Raumstation für 10.000 bis 140.000 Bewohner geplant wurde. Der Stanford Torus wurde 1975 während eines von Ames Research Center der NASA gesponserten Sommerstudienprogramms vorgeschlagen, um zukünftige Methoden zur Besiedlung des Weltraums zu entwickeln. Die Umsetzbarkeit eines solchen Projekts ist bis heute noch Science Fiction. Doch wir werden bereits in diesem Teil deutlich machen, dass Science Fiction in der Tat bald Realität wird, auch laut Bibel.
Hier sehen wir Bilder dieser hypothetischen Weltraumkolonie der NASA, die ebenfalls wie eine fliegende Stadt aussieht, ähnlich wie Dieter Bremer und andere Atlantis beschrieben haben. Schauen wir uns einen Helden des Hinduismus an, nämlich Arjuna, der Sohn des Himmelsgottes Indra. Arjuna ist einer der wichtigsten Heldengestalten im indischen Epos Mahabharata und ist Krishnas Dialogpartner in einem heiligen Text des Hinduismus. Auf diesem Bild wird dargestellt, wie Arjuna von Krishna Anweisungen erhält, der dabei ein Handzeichen macht, das uns wohl bekannt vorkommen dürfte. Doch schauen wir uns mal an, was Arjuna laut Legende tun soll. Oliver Deberling schrieb im Buch Das vergessene Heiligtum ab Seite 302, die ausführliche Schilderung eines Vimana-Fluges enthalten die Kapitel 42 und 43 des Mahabharata-Buches und die eigentliche Rolle Arjunas ist als heldenhafter Erlöser, der im Auftrag der Götter die bösen Dämonen vernichtet und dabei eine dämonische Himmelsstadt zerstört. Auch laut Hinduismus gibt es also eine Himmelsstadt, die allerdings von bösen Dämonen bewohnt wird und gegen die Arjuna als Held in den Kampf zieht. Einer der Hauptgötter im Hinduismus ist der Gott Brahma, der ebenfalls für eine ganz besondere Stadt aus Gold bekannt ist, nämlich die große Goldstadt Hiranyapura, die eine schwebende Himmelsstadt war und von Brahma geschaffen wurde, um ihre Kinder zu schützen. Selbst in Computerspielen wie Zelda geht es unter anderem darum, den Weg in die Himmelsstadt Kumula zu entdecken, so wie es im Spiel Metroid ein Sonnensystem der Galaktischen Föderation gibt und die Himmelsstadt Elysia, die größte Stadt des Planeten. Die Galaktische Föderation ist auch eine Gruppe von New Agern, die mit Geistern in Kontakt sind, die in der Tat nicht von dieser Welt sind. Schauen wir mal, was diese gechannelten Geister für die nahe Zukunft prophezeit haben. So wird berichtet: Bedenke all das Interesse, wie auch die Reaktionen, die du bekommen hast und von so vielen, die erkannt oder gespürt haben, dass da so etwas kommt wie eine Art Lichtstadt. Ist es nicht so, dass du visionär, also hellseherisch bist? Und auf diese erste Lichtstadt werden weitere Städte innerhalb unterschiedlicher Intervalle folgen. Auch laut diesen dämonischen Geistern werden also bald Himmelsstädte die Erde besuchen, die als Lichtstädte bezeichnet werden, denn schließlich geht es den New Agern und Esoterikern ja um Erleuchtung, ausgeführt vom Lichtträger Lucifer, der die Bewohner der Erde mit seiner Alientäuschung hinters Licht führen will. Wir schreiben das heidnische Jahr 2015 nach Christus. In China geschah ein Ereignis, das man nicht alle Tage miterlebt, so dass man sich die Frage stellte, ob sich ein Paralleluniversum geöffnet hat, weil hunderte von Menschen eine schwebende Stadt am Himmel gesehen haben. Galileo.tv berichtete darüber folgendes: Tausende melden fliegende Stadt in den Wolken. In China klingelten Anfang des Monats die Telefone der Behörden heiß. Tausende Einwohner der Provinzen Xiangxi und Foshan meldeten, eine riesige fliegende Stadt in den Wolken zu sehen. Was steckt dahinter? Aliens? Nun, was auch immer dahinter stecken mag, so wird die Menschheit in der Tat bald erfahren, dass Leben außerhalb der Erde existiert und dass auch Städte im Himmel existieren, wie es auch im Kinofilm Alita Battle Angel der Fall ist, der auf Manga-Comics basiert. Die Hauptgeschichte spielt nach der Apokalypse auf der Erde, nach der vor allem zwei Städte existieren bzw. von Bedeutung sind, nämlich die Weltraumstadt Jeru und die Himmelstadt Salem. Und wenn wir die Namen dieser beiden Hauptstädte zusammennehmen, erhalten wir die Stadt Jerusalem bzw. das neue Jerusalem, das hier ebenfalls eine Himmelsstadt ist. So heißt es in Offenbarung 21 ab Vers 2. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und er brachte mich im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam. Auch laut Bibel gibt es also eine himmlische Stadt, die auf die Erde kommen wird, und zwar vor dem tausendjährigen Königreich des Messias, wie wir noch sehen werden. Fassen wir also mal die eben erwähnten Himmelsstädte zusammen. Atlantis soll eine Himmelsstadt gewesen sein, die NASA plante die Weltraumkolonie der Stanford Torres, wir haben Arjuna gegen die dämonische Himmelsstadt gesehen, die Himmelsstadt Hiranyapura, die Himmelsstadt Kumula, die Himmelsstadt Elysia, die himmlische Lichtstadt der gechannelten Geister, die Himmelsstadt in Chinas Wolken, die Weltraumstadt Jeru, die Himmelsstadt Salem und das neue Jerusalem, das ebenfalls vom Himmel auf die Erde kommt. Doch in der Bibel wird abgesehen vom neuen Jerusalem
noch eine andere Himmelsstadt erwähnt. Der bekannte Prediger Derek Prince schrieb im Buch Lucifer is Entlarvt auf Seite 39, dass sich Satans Hauptquartier nicht in der Hölle befindet, sondern in den himmlischen Bereichen. So wird außerdem berichtet, an einem Ort im Universum, den die Bibel himmlische Örter oder himmlische Regionen nennt, errichtete Satan sein rivalisierendes Königreich, das aus rebellischen Engeln besteht und sich zwischen dem Himmel, in dem Gott, Jesus und ihre Engel sind, und der Erde befindet. Und da ist nun Satans Hauptquartier in den himmlischen Örtern. Nicht nur Gottes Thron befindet sich außerhalb der Erde, sondern auch das himmlische Hauptquartier Satans, der mit seinen gefallenen Engeln nicht pausenlos durchs All schwebt, sondern ein himmlisches Zuhause hat, nämlich eine Behausung von Dämonen. Deswegen steht in Epheser 6, Vers 12 geschrieben, dass sich unser Kampf als Christen nicht gegen Fleisch und Blut richtet, sondern in der Tat gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Schauen wir uns mal an, was mit Satans himmlischer Stadt geschehen wird. In Offenbarung 12 heißt es ab Vers 7, der Drache, nämlich Satan, und seine Engel kämpften, aber sie siegten nicht und ihre Städte, also die Städte Satans und seine Engel, wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Und so wurde der große Drache, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan, auf die Erde hinabgeworfen, und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Nicht nur Satan und seine Engel werden bald nicht mehr im Himmel gefunden werden und auf die Erde kommen, sondern auch die himmlische Stätte Satans wird nicht mehr im Himmel gefunden werden, weil Satans Hauptquartier ebenfalls auf die Erde kommen wird, weswegen viele Christen womöglich diese himmlische Stadt Satans mit dem neuen Jerusalem Gottes verwechseln werden, weswegen es wichtig ist, auch den Namen von Satans Hauptquartier zu erkennen, denn diese große und dämonische Stadt des Teufels wird in der Bibel auch als Hure Babylon bezeichnet. In Jesaja 47 heißt es ab Vers 1, steige herab und setze dich in den Staub, o Jungfrau, Tochter Babel, setze dich auf die Erde, denn man wird dich nicht mehr Beherrscherin der Königreiche nennen. Und so wie Babel auf die Erde herabsteigt und als Beherrscherin der Königreiche bezeichnet wird, so heißt es auch über die große Stadt, nämlich die Hure Babylon, dass sie Herrschaft ausübt über die Könige der Erde, weil die Hure Babylon eine Behausung der Dämonen wurde, weswegen die Hure Babylon der Ort ist, wo sich laut Epheser 6, Vers 12 die geistlichen Mächte der Bosheit befinden, nämlich in den himmlischen Regionen. So wie viele Menschen Atlantis auf der Erde suchen und nicht fündig geworden sind, so wird man die Hure Babylon ebenfalls nicht auf der Erde finden, jedenfalls noch nicht. Da wir gegen geistige Mächte geistlich kämpfen sollen, wird es Zeit, die Hure Babylon zu offenbaren und das Geheimnis der großen Stadt Satans zu lüften, denn die Wahrheit kommt ans Tageslicht, wie im Himmel, so auch auf der Erde. Amen. Im letzten Teil haben wir gesehen, dass es in vielen Legenden, Filmen, Computerspielen und auch in der Bibel Himmelsstädte gibt und dass sich auch Satans Hauptquartier in den himmlischen Bereichen befindet und in der Endzeit auf die Erde kommen wird.
Einige versuchen sogar mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, die Dämonen zusammenzurufen. Wir schreiben das heidnische Jahr 2016 nach Christus. Sam Harris sagte etwas, das in der Tat bald Realität werden könnte. Er sagte: Stellen Sie sich vor, wir hätten eine Nachricht von einer außerirdischen Zivilisation erhalten, die lautet: Menschen auf der Erde, wir werden in 50 Jahren auf Ihrem Planeten ankommen. Machen Sie sich bereit. Und jetzt zählen Sie die Monate herunter, bis das Mutterschiff ankommt. Und es gibt bereits viele Menschen, die Botschaften von diesen gechannelten Geistern überbringen, wie wir bereits gesehen haben, nämlich, dass es unter anderem zum ersten Kontakt kommen wird. Und zwar bald. Und so wie Sam Harris von einem Mutterschiff gesprochen hat, so spricht auch die Bibel von Mutterschiffen, wie zum Beispiel über das neue Jerusalem, das von Gott aus dem Himmel herabsteigen wird, weswegen das obere Jerusalem, also das himmlische Jerusalem, laut Galater 4, Vers 26, die Mutter von uns allen ist. Auch das neue Jerusalem wird also als Mutterschiff bzw. als eine himmlische Mutterstadt bezeichnet, genauso wie die Hure Babylon, auf dessen Stirn ein Name geschrieben ist, nämlich Geheimnis. Babylon die Große, die Mutter der Huren. Doch was ist das Geheimnis dieser Mutterstadt Babylon? Nun unter anderem die Tatsache, dass die Hure Babylon genauso eine himmlische Mutterstadt ist, wie das himmlische Jerusalem, das nach der Hure Babylon auf die Erde kommen wird. In Jeremia 51, Vers 53 und in Jesaja 47 heißt es: Wenn Babel auch bis zum Himmel emporstiege und seine Macht in der Höhe befestigte, so würden von mir dennoch Verwüster zu ihm kommen. Steige herab und setze dich in den Staub, o Jungfrau Tochter Babel, setze dich auf die Erde, denn man wird dich nicht mehr Beherrscherin der Königreiche nennen. Sollte Babel bis zum Himmel emporsteigen, würde es also trotzdem wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt werden, nämlich auf die Erde, wo die Hure Babylon in der Endzeit landen wird. Und so wie Babel in Jesaja 47 als Beherrscherin der Königreiche bezeichnet wird, so heißt es auch über die Hure Babylon, dass sie Herrschaft ausübt über die Könige der Erde. Im letzten Teil haben wir von der großen Goldstadt Hiranyapura gelesen, eine schwebende Himmelsstadt, die von der Gottheit Brahma geschaffen wurde. Und so ist auch das neue himmlische Jerusalem, die von Gott geschaffen wurde, eine Stadt aus reinem Gold wie reines Glas, so wie auch die Hure Babylon mit Gold übergoldet ist. In Offenbarung 18, Vers 16 wird diese goldene Stadt Babylon als große Stadt bezeichnet, was auch über das neue Jerusalem gesagt wird, das ebenfalls als große Stadt bezeichnet wird, weil beides wie gesagt Mutterstädte bzw. Mutterschiffe sind. Das himmlische Jerusalem ist die Mutterstadt Gottes und das himmlische Babylon ist die Mutterstadt des Teufels. Wir schreiben das heidnische Jahr 2011 nach Christus. Der Nobelpreisträger Paul Krugman scheint seiner Zeit voraus zu sein und einiges über die nahe Zukunft zu wissen, denn in einem Artikel vom 16. August 2011 wurde Folgendes berichtet. Könnte eine Alien-Invasion wirklich die US-Wirtschaft retten? Der Nobelpreisträger und Ökonom Paul Krugman sagt, dass der Ausgabenhandel, der erforderlich wäre, um eine Bedrohung aus dem Weltraum abzuwehren, die Wirtschaft in einer Weise stimulieren würde, wie der Kongress nicht dazu in der Lage wäre. Das bedeutet, dass sich die Ankunft von Außerirdischen, egal ob sie friedlich oder uns feindlich eingestellt sind, die Wirtschaft auf der Erde ankurbeln würde, wie es wohl kaum zu glauben wäre. Interessant dabei ist, was die Bibel über diese Zeit berichtet, während die Hure Babylon an Einfluss auf der Erde gewinnt. In Offenbarung 18 heißt es ab Vers 11: Und die Kaufleute der Erde weinen und trauern über sie, nämlich über die Zerstörung der Hure Babylon, weil niemand mehr ihre Ware kauft. Wer war der großen Stadt gleich? Wehe, wehe, die große Stadt, in der alle, die Schiffe auf dem Meer hatten, reich gemacht wurden durch ihren Wohlstand. Denn deine Kaufleute waren die Großen der Erde, denn durch deine Zauberei wurden alle Völker verführt. Denn natürlich werden sich Satan und die Geister der Hure Babylon nicht als das ausgeben, was sie sind, sonst könnten sie ja unmöglich alle Völker verführen. Doch auch das ist nur ein okkultes Spiegelbild von dem, was passiert, wenn das neue Jerusalem die Macht der Erde übernehmen wird, denn auch im Königreich des Messias werden die Heidenvölker, die gerettet werden, in ihrem Licht wandeln und die Könige der Erde werden ihre Herrlichkeit und Ehre in sie bringen, nämlich ins neue himmlische Jerusalem.
Wir schreiben das heidnische Jahr 1993 nach Christus. Es ist das Jahr, in dem eine neue US-amerikanische Science-Fiction-Serie ausgestrahlt wurde, und es geht um die Raumstation Babylon 5. Wenn wir die Bibel ernst nehmen, dann erkennen wir langsam, dass es in der Tat bereits eine Raumstation bzw. eine Raumstadt namens Babylon gibt, weswegen die Filmindustrie natürlich nichts dem Zufall überlässt, denn schließlich ist Babylon 5 ja eine gute Raumstation, die nur das Beste für das Universum will. Doch während Satan und sein Volk, also seine Engel und Geister, in der Hure Babylon wohnen, so sagte Jesus in Johannes 14, Vers 2, Folgendes über unsere Zukunft. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Das Volk Gottes wohnt also im neuen Jerusalem und das Volk Satans wohnt in der Hure Babylon. Zwei Welten stehen sich gegenüber, dessen himmlischer Konflikt sich auf der Erde widerspiegelt und in der Endzeit entladen wird, wenn sowohl der Zorn Gottes auf die Erde kommt, als auch der Zorn des Teufels, weil er weiß, dass seine Zeit bald abgelaufen ist. Schauen wir uns diesen Krieg der Sterne, den Krieg der Engel, der unter anderem in Offenbarung 12 beschrieben wird, nochmal etwas genauer an. So heißt es ab Vers 7. Und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen, nämlich Satan, und der Drache und seine Engel kämpften, aber sie siegten nicht, und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Und so wurde der große Drache, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan, auf die Erde hinabgeworfen, und auch seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Satan, seine Engel und seine Stätte, nämlich die Hure Babylon, werden also vom Himmel auf die Erde kommen, was genau der himmlischen Behausung entsprechen könnte, von der in Judas 1, Vers 6 berichtet wird, nämlich dass Gott die Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrt haben, sondern ihre eigene Behausung verließen, für das Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter der Finsternis verwahrt hat. Diese Behausung der Engel ist identisch mit der Hure Babylon. Die große Stadt ist nämlich auch eine Behausung von Dämonen und ein Gefängnis aller unreinen Geister. Auch viele, die davon berichten, von Außerirdischen entführt worden zu sein, erkannten diese Aliens als das, was sie wirklich sind, nämlich als dämonische Geister. Da Satan vor allem in Endzeit versuchen wird, die Prophezeiungen Gottes zu kopieren, hat er eben nicht nur einen Antimessias, also den Antichristen, sondern auch eine okkulte Kopie der himmlischen Stadt Jerusalem. Schauen wir uns mal an, was die Bibel über die Himmelstadt Gottes berichtet, bevor wir diese Aussagen dann mit der Hure Babylon vergleichen. So heißt es über das himmlische Jerusalem. Komm, ich will dir die Frau, die Braut des Lammes zeigen. Das obere Jerusalem ist die Mutter von uns allen. Die große Stadt, das heilige Jerusalem, und die Stadt war aus reinem Gold. Und die Grundsteine der Stadtmauer waren mit allerlei Edelsteinen geschmückt. Und die 12 Tore waren 12 Perlen. Babel war ein goldener Becher in der Hand des Herrn. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen. Das neue Jerusalem wird also unter anderem als Frau und Mutter bezeichnet, als eine große Stadt, die unter anderem aus Gold, Edelstein und Perlen besteht, während der Herr einen goldenen Becher hat und das neue Jerusalem vom Himmel auf die Erde kommen wird. Und jetzt vergleichen wir diese Aussagen mal mit dem, was die Bibel über die Hure Babylon zu sagen hat. So heißt es. Und er brachte mich im Geist in eine Wüste, und ich sah eine Frau. Geheimnis, Babylon die Große, die Mutter der Huren. Wehe, wehe, die große Stadt. Und die Frau, nämlich die Hure Babylon, war übergoldet mit Gold, Edelsteinen und Perlen. Und sie hatte einen goldenen Becher in ihrer Hand. Steige herab und setze dich in den Staub, o Jungfrau, Tochter Babel. Setze dich auf die Erde. Satan hat also die himmlische Stadt Gottes kopiert, weswegen Satans Himmelsstadt keinem mit Nebel umhüllten fliegenden Spukschloss gleichkommt, sondern den Menschen mit Sicherheit gefallen wird, vor allem vielen Christen, weil sie glauben werden, das neue Jerusalem sei gelandet, weswegen Gott uns in Offenbarung 18, Vers 4 warnt, damit wir aus dieser Stadt rausgehen bzw. erst gar nicht besuchen. Auch Jesus wurde von vielen Menschen vor 2000 Jahren versucht, weil sie Zeichen vom Himmel von ihm gefordert haben, was die ganzen Alien-Fans heute von ihren Außerirdischen ebenfalls verlangen
und bekommen werden, und zwar von beiden Seiten. Auch die meisten, die die Hure Babylon mit dem Vatikan, Mekka oder mit Jerusalem in Verbindung bringen, sollten sich in der Endzeit nicht täuschen lassen und die Zeichen der Zeit erkennen. Jesus sagte in Matthäus 16, Vers 3 und in Johannes 3, Vers 12, Ihr Heuchler, das Aussehen des Himmels versteht ihr zu beurteilen, aber die Zeichen der Zeit nicht. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage? Wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von den himmlischen Dingen sagen werde? Wie zum Beispiel über das himmlische Jerusalem oder über Satans himmlisches Hauptquartier. Im nächsten Teil werden wir uns mit der Ankunft der Hure Babylon und ihrem Landeplatz beschäftigen, weil auch der kein Geheimnis mehr ist, denn die Wahrheit kommt ans Tageslicht wie im Himmel, so auch auf der Erde. Amen. Wir schreiben das heidnische Jahr 2000 nach Christus. Viele erwarteten nach der Jahreswende zwischen dem Jahr 1999 und dem Jahr 2000 den Umsturz bzw. den Absturz vieler Computer, doch diese Sorge war, wie wir heute wissen, nicht berechtigt. Doch im Mai 2000 machte der ehemalige US-Außenminister und Bilderberger Henry Kissinger eine erstaunliche Aussage. Er sagte, Heute wäre Amerika erzürnt, wenn US-Truppen in Los Angeles einmarschieren, um die Ordnung wiederherzustellen. Morgen wäre Amerika dankbar. Dies ist insbesondere zutreffend, wenn den Leuten gesagt werden würde, dass es eine externe Bedrohung von jenseits der Erde gäbe, egal ob real oder nur verkündet. Konfrontiert mit dem Szenario werden individuelle Rechte aufgegeben, und zwar für die Weltregierung. Diese Aussage von Henry Kissinger erinnert uns sehr stark an die Aussage von Ex-US-Präsident Ronald Reagan, der 1987 bei den Vereinten Nationen davon sprach, dass wir eine externe, außerirdische Bedrohung von außerhalb dieser Welt bräuchten, damit sich die Menschheit vereint, und zwar in einer Weltregierung. Auch Dwight Kinman schrieb im Buch The World's Last Dictator auf Seite 81, dass wir uns so schnell wie möglich zu einer Weltregierung hinbewegen müssen und zu einer Weltreligion unter einem Weltführer. Das wäre in der Tat die totale globalisierte Welt, von der so viele Menschen träumen. Der ehemalige Satanist Stephen Dollins sagt über diese okkulten Geheimgesellschaften Folgendes. Als Satanisten wurde uns gesagt, dass die Illuminaten äußerst machtvolle, satanische, geistliche Wesen sind. Dies ist nicht ganz falsch, denn die Illuminaten sind von diesen spirituellen Wesen besessen. Nämlich von Dämonen, dessen Behausung die Hure Babylon geworden ist, über die wir vor allem im letzten Teil berichtet haben. Nachdem wir deutlich gemacht haben, dass die Hure Babylon das himmlische Hauptquartier Satans ist, das genauso wie das neue Jerusalem vom Himmel auf die Erde kommen wird, wollen wir uns in diesem Teil unter anderem einmal anschauen, wo die Hure Babylon auf der Erde ihren Landeplatz hat. Wir haben bereits erwähnt, dass gechannelte Geister ihre offene Ankunft auf der Erde für das Jahr 2025 bestimmt haben, so wie auch andere der Meinung sind, dass der erste Kontakt mit Außerirdischen bereits im Jahr 2025 sein wird.
Was im Jahr 2025 passieren wird, kann uns nur die Zukunft sagen, doch um die Zukunft besser zu verstehen, lohnt es sich auch manchmal, einen Blick in die Vergangenheit zu werfen, nämlich vor etwa 4000 Jahren, zur Zeit von Nimrod und dem Turmbau zu Babel. In Genesis 10 ab Vers 8 und in Kapitel 11 ab Vers 1 wird berichtet: Auch zeugte Kusch den Nimrod, der war der erste Gewalthaber auf Erden. Er war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn und der Anfang seines Königreiches war Babel im Land Sinja. Und die ganze Erde hatte eine einzige Sprache und dieselben Worte. Und es geschah im Land Sinja, sie sprachen zueinander: Wohlan, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht. Die Menschen hatten damals also nicht nur dieselbe Sprache, sondern auch dieselben Worte, was bedeutet, dass die Menschen im Land Sinja alle dasselbe Ziel verfolgt haben, nämlich den Turmbau zu Babel, dessen Spitze bis an den Himmel reichen sollte. Einige Kapitel später lesen wir von einer anderen Spitze, die ebenfalls bis an den Himmel reicht. Schauen wir mal, was geschah, als Jakob von der Himmelsleiter geträumt hat. So heißt es in Kapitel 28, Vers 12. Und er, nämlich Jakob, hatte einen Traum, und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt, die reichte mit der Spitze bis an den Himmel, und siehe, auf ihr stiegen die Engel Gottes auf und nieder. Und so wie die Spitze dieser Leiter, auf der die Engel Gottes auf und nieder kamen, bis an den Himmel reichte, so könnte auch der Turm zu Babel, dessen Spitze ja ebenfalls bis an den Himmel gereicht hat, ein Projekt gewesen sein, um die gefallenen Engel Satans und dessen Behausung auf die Erde zu holen, nämlich die Hure Babylon in Babylon. So hat auch Luzifer geschworen, dass er zum Himmel emporsteigen wird und seinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen wird. Doch so wie die Menschen damals im Land Sinja eine Sprache gesprochen haben, einem Projekt folgten und einem Herrscher dienten, nämlich Nimrod, so hatte Gott andere Pläne. In Kapitel 11 heißt es in Vers 9: Daher gab man ihr, nämlich der Stadt, den Namen Babel, weil der Herr dort die Sprachen der ganzen Erde verwirrte und sie von dort über die ganze Erde zerstreute. Doch was Gott verwirrt und zerstreut hat, will Satan wieder rückgängig machen, indem er die Menschen und ihre Sprachen vereint, unter anderem auch bei den Vereinten Nationen, aber vor allem zur Zeit der Hure Babylon und des Königreiches des Antichristen. Der Prophet Sacharja hat einiges über die Ankunft der Hure Babylon zu sagen. So heißt es in Kapitel 5 ab Vers 5: Und der Engel, der mit mir redete, trat hervor und sprach zu mir: Erhebe doch deine Augen und sieh, was da herauskommt. Ich aber fragte: Was ist das? Und er antwortete: Das ist ein Eva, das da herauskommt. Und er fügte hinzu: Darauf ist ihr Auge gerichtet, überall auf der Erde. Der Prophet Sacharja sollte seine Augen also zum Himmel erheben, weil ein Eva aus dem Himmel kam, dessen Auge überall auf der Erde gerichtet ist. Und auch das allsehende Auge in der Illuminatenpyramide schwebt über der Erde und hat alles im Blick. Man schließt ein Auge nur selten, aber wenn, dann unter anderem zum Beispiel, wenn man mit einem Fernrohr versucht, in den Sternenhimmel zu schauen, so wie auch Satans Auge alles auf der Erde sieht, weil er sein will wie Gott. So heißt es nämlich über Gott im Psalm 32, Vers 18, dass das Auge des Herrn auf die achtet, welche Gott fürchten und die auf Gottes Gnade harren. Der ehemalige Satanist Roger Monod brachte es in einem Interview des Jahres 1982 auf den Punkt, als er sagte, dass es wie in der Politik sei, die einen würden an Gott glauben und die anderen eben an Luzifer. Tex Mars schrieb im Buch Mystery Mark of the New Age auf Seite 102 folgendes: Der Meditationsraum, nämlich der Meditationsraum bei den Vereinten Nationen, ist wie eine Pyramide gestaltet, an den Wänden mit okkulten Symbolen. Im Zentrum befindet sich das allsehende Auge, das die Millionen von jährlichen UN-Besuchern anzieht. Bei den Vereinten Nationen gibt es also einen pyramidenförmigen Meditationsraum, der mit okkulten Symbolen versehen ist und in dessen Zentrum sich das allsehende Auge befindet. Die Zeichen sind in der Tat überall, man muss sie nur erkennen. Doch kommen wir zurück zum Propheten Sacharja und seiner Vision über die Ankunft der Hure Babylon. In Kapitel 5 heißt es ab Vers 7 weiter: Und siehe, da erhob sich eine Scheibe von Blei und eine Frau saß drinnen im Eva. Da sprach er, nämlich der Engel: Das ist die Gesetzlosigkeit. Und er stieß sie wieder in das Eva hinein, nämlich die Frau, und warf das Bleigewicht auf dessen Öffnung.
Der Prophet Zacharia sah also eine Frau im Eva, nämlich die Hure Babylon, die auch der Prophet Johannes in einer Vision gesehen hat, und sich sehr über sie wunderte, als er sie sah, denn diese Frau steht symbolisch für die große Himmelsstadt Satans. Die Frau in Zacharia 5 wurde außerdem mit Gesetzlosigkeit in Verbindung gebracht, und die Gesetzlosigkeit ist allgemein die Sünde, beziehungsweise die Sünde ist die Gesetzlosigkeit, also die Übertretung des Gesetzes Gottes. Kehren wir wieder zurück zur Vision des Propheten Zacharia, denn in Vers 9 heißt es weiter: Und ich erhob meine Augen und schaute, und siehe, da kamen zwei Frauen hervor, und der Wind blies in ihre Flügel, denn sie hatten Flügel wie Störche, und sie hoben das Eva empor zwischen Himmel und Erde. Der Prophet Zacharia erhob also erneut seine Augen Richtung Himmel und sah zwei andere Frauen, die Flügel wie Störche haben und Außerirdische sind, beziehungsweise Engel, die das Eva, also die Hure Babylon, zwischen Himmel und Erde emporheben. Und dass es hier nicht um Engel Gottes geht, sondern um Satans Engel und seine Stadt, macht Offenbarung 16, Vers 13 deutlich, wo geschrieben steht: Und ich sah aus dem Maul des Drachen und aus dem Maul des Tieres, nämlich des Antichristen, und aus dem Maul des falschen Propheten drei unreine Geister herauskommen, gleich Fröschen. Und so wie Frösche unreine Tiere sind und deswegen als Symbol für unreine Geister gebraucht werden, also für Dämonen, so sind auch Störche unreine Tiere, weswegen es sich bei den zwei Engeln, die das Eva emporheben, also nicht um Engel Gottes handelt, sondern um gefallene Engel Satans. Schauen wir mal, wie es ab Vers 10 von Zacharia 5 weitergeht, denn: Da fragte ich den Engel, der mit mir redete, wohin bringen diese das Eva? Er antwortete mir: Es soll ihm ein Haus gebaut werden im Land Sinia. Und wenn dieses Haus aufgerichtet ist, so wird das Eva, nämlich die Hure Babylon, an seinem Ort hingestellt werden. Die Hure Babylon wird also im Land Sinia landen, wo sich laut Bibel auch das irdische Babel befunden hat und wo man einen Turm errichten wollte, der bis an den Himmel reicht, um womöglich die Engel Satans und die Hure Babylon auf die Erde zu holen, was in der Endzeit im Land Sinia geschehen wird. Deswegen heißt es in Jesaja 47, Vers 1, dass die Hure Babylon sich ohne Thron auf die Erde setzen wird, weil dieser laut Zacharia 5 erst noch gebaut werden muss, und zwar im Land Sinia. Und wer sind die perfekten Baumeister? Die Freimaurer. James Anderson schrieb im Jahr 1723 in einer Chronik der Freimaurerei folgendes: 101 Jahre nach der Sintflut finden wir Bauleute im Tale zu Sinia, die dort den berühmten Turm bauten, nämlich den Turm zu Babel. Überall waren jetzt Bauleute tätig, nämlich Freimaurer, so besonders durch die Leitung Nimrods. Auch Nimrod soll also bereits ein Baumeister der Freimaurerei gewesen sein, dessen Bauleute am Turmbau zu Babel gescheitert sind, so wie auch die Hure Babylon in der Endzeit scheitern wird. Selbst wenn die Mehrheit im Christentum andere Auslegungen bezüglich der Hure Babylon vertreten, so bin ich der Meinung von Alfred Polgar, der sagte, dass die Menschen viel leichter eine Lüge glauben, die sie schon 100-mal gehört haben, als eine Wahrheit, die ihnen völlig neu erscheint. Doch manchmal muss man gegen den Strom der Lügen schwimmen, um an die Quelle der Wahrheit zu gelangen, denn die Wahrheit kommt ans Tageslicht wie im Himmel, so auch auf der Erde. Amen.
Wir schreiben das heidnische Jahr 2016 nach Christus. In den USA hat Hillary Clinton im Wahlkampf unter anderem auf das Thema Außerirdische gesetzt, weil die Demokratin geheime UFO-Dokumente freigeben wollte und glaubt, dass wir bereits von Außerirdischen besucht worden seien, was in der nahen Zukunft erneut geschehen wird. Im letzten Teil haben wir nämlich gesehen, dass die Hure Babylon laut Bibel im Land Sinja landen wird, also dort, wo Nimrod vor über 4000 Jahren den Turmbau zu Babel geplant hat. Doch es wird Zeit, einmal einen Blick ins Innere von Satans Hauptquartier zu werfen. Schauen wir zunächst einmal in Offenbarung 17 ab Vers 1, wo folgendes geschrieben steht. Komm, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, nämlich die große Hure Babylon, die an den vielen Wassern sitzt, mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben und von deren Wein der Unzucht die, welche die Erde bewohnen, trunken geworden sind. In biblischer Symbolsprache steht das Wasser, wo die Hure Babylon sitzt, für Völker, Scharen, Nationen und Sprachen, da die Ankunft und die Herrschaft der Hure Babylon globale Auswirkungen haben wird. Der Wein der Hure Babylon, von dem die Völker getrunken haben, steht symbolisch für die Lehren bzw. ihre Lehren, die von dieser Stadt in der Endzeit vor allem ausgehen wird. Schauen wir mal, wie der Gottesdienst in der Hure Babylon aufgebaut ist. So heißt es in Offenbarung 18 ab Vers 22. Und der Klang der Harfenspieler und Sänger und Flötenspieler und Trompeter wird nicht mehr in dir gehört werden. Und der Klang der Mühle soll nicht mehr in dir gehört werden. Und das Licht des Leuchters wird nicht mehr in dir scheinen. Und die Stimme des Bräutigams und der Braut nicht mehr in dir gehört werden. Doch was haben die Sänger, die Flötenspieler, die Mühle, der Leuchter oder die Braut mit Gottesdienst zu tun? Bevor wir diesen Dingen auf den Grund gehen, müssen wir uns zunächst in die Vergangenheit begeben, nämlich ins heidnische Jahr 562 vor Christus, in dem Babylons König Nebukadnezar gestorben ist. Schauen wir mal, wie der Gottesdienst und die Anbetung damals unter Nebukadnezar ausgesehen hat. In Daniel 3, Vers 7 heißt es: Darum fielen zur bestimmten Zeit, als alle Völker den Klang der Hörner, Flöten, Harfen und alle Arten von Musik hörten, alle Völker Stämme und Sprachen nieder und beteten das goldene Bild an, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte. Und wer dieses goldene Bild, das Nebukadnezar aufgestellt hat, nicht anbetete, wurde laut Vers 15 augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen. Ähnliches lesen wir auch über das Bild des Tieres der Endzeit. So heißt es in Offenbarung 13, Vers 15. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres einen Geist zu verleihen, so dass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Das, was im 6. Jahrhundert vor Christus in Babylon geschah, wird sich also in der Endzeit wiederholen, nur natürlich in einem viel größeren Ausmaß. Und so wie man laut Daniel 3 während der Anbetung im antiken Babylon unter Nebukadnezar den Klang der Hörner, der Flöten, der Harfen und alle Arten von Musik gehört hat, so wird man laut Offenbarung 18 diesen Klang der Harfenspieler, Sänger, der Flötenspieler und Trompeter nicht mehr in der Hure Babylon hören. Jemand, der sich sehr gut mit Musik auskennt, ist laut Bibel Luzifer, der zu Satan, dem Teufel, wurde. In Hesekiel 28, Vers 32 heißt es über seine Erschaffung: In Eden, im Garten Gottes, warst du, mit allerlei Edelsteinen warst du bedeckt. Deine kunstvoll hergestellten Tamburine und Flöten waren bei dir, am Tag deiner Erschaffung wurden sie bereitet. Sowohl im antiken Babylon als auch in der Hure Babylon wird also Musik gespielt, weil Luzifer bzw. Satan dieses Talent nicht verlernt hat, sondern ausbaute, um die Menschen zu verführen. Auch der bekannte Bibelprediger Derek Prince schrieb im Buch Lucifer ist entlarvt auf Seite 15: Es wird von Bibelgelehrten allgemein als gegeben betrachtet, dass Lucifer für die Anbetungsleitung im Himmel zuständig war. Er war ein Musikexperte und benutzt auch heute noch Musik, um Menschen zu fesseln und zu faszinieren. Und das geschieht heutzutage vor allem in der okkulten Musikindustrie, deren Stars und Künstler oft ihre Seele dem Teufel verkauft haben, was in den Liedern natürlich mit einfließt. Schauen wir uns mal einige Songtexte an. Queen singt im Lied Great King Red, dass wir nicht alles glauben sollen, was in der Bibel steht. Jay-Z singt im Lied Empire State of Mind, dass Jesus uns nicht retten kann. Avril Lavigne singt in einem ihrer Lieder, dass sie sich in den Teufel verliebt hat, und Katy Perry singt im Lied E.T. folgendes:
Könntest du der Teufel sein? Könntest du ein Engel sein? Du bist ein Außerirdischer. Und in der Tat verstellen sich Satan und seine Geister als Engel des Lichts und werden sich als Außerirdische ferner Planeten ausgeben, wie es der Ex-Satanist Roger Monroe berichtet hat. Doch kehren wir zurück ins Innere der Hure Babylon, wo der Klang der Sänger nicht mehr gehört werden wird, genauso wenig wie die antichristlichen Lieder der Okkultmusikindustrie auf Erden. Doch der Gottesdienst, der in der Hure Babylon stattfindet, ist nicht etwa ein babylonischer Gottesdienst, sondern ein Gottesdienst, wie ihn auch das antike Volk Israel ausgeführt hat, wo ebenfalls Sänger während des Gottesdienstes anwesend waren. In Esra 2, Vers 70 steht geschrieben: Und die Priester und die Leviten und die aus dem Volk und die Sänger und die Torhüter und die Tempeldiener ließen sich in ihren Städten nieder und alle Israeliten in ihren Städten. Denn Satan will nicht nur den Messias durch den Antichristen kopieren oder das neue Jerusalem durch die Hure Babylon, sondern sogar den Gottesdienst Israels. In Offenbarung 18 haben wir gelesen, dass nicht nur der Klang der Mühle nicht mehr in der Hure Babylon zu hören sein wird, sondern auch das Licht des Leuchters in Satans Mutterschiff aufhören wird zu scheinen. Auch das bezieht sich auf das Priestertum nach Aaron, denn in der Stiftshütte Israels befand sich zum einen der siebenarmige Leuchter, also die Menorah, sowie die Schaubrote gegenüber, deren Zubereitung mit Hilfe einer Mühle geschieht. So heißt es in Hebräer 9, Vers 2. Denn es war ein Zelt aufgerichtet, das vordere, in dem sich der Leuchter und der Tisch und die Schaubrote befanden. Dieses wird das Heilige genannt. Und diese heiligen Geräte befinden sich auch in der Hure Babylon, weil die Hure Babylon nicht nur von außen eine Kopie des neuen Jerusalems ist, sondern eben auch im Inneren. In Offenbarung 17, Vers 5 lesen wir, dass auf der Stirn der Hure Babylon etwas geschrieben steht, nämlich Babylon die Große. Und auch die Hohepriester Israels hatten etwas auf ihrer Stirn geschrieben, denn im 2. Buch Mose, Kapitel 28, Vers 36 heißt es, dass man auch für die Hohepriester Israels ein Stirnblatt aus reinem Gold anfertigen soll, um in Siegelgravur einzugravieren, heilig dem Herrn. Wir haben außerdem in Offenbarung 18 über das Innere der Hure Babylon gelesen, dass auch die Stimme des Bräutigams und der Braut nicht mehr in ihr gehört werden wird, nämlich die Stimmen Satans und seiner außerirdischen Engel. Und auch das ist nur eine billige Kopie der Verbindung zwischen Gott und seinem Volk. In Jesaja 62, Vers 5 und in Offenbarung 19, Vers 7 heißt es: Denn wie ein junger Mann sich mit einer Jungfrau vermählt, so werden deine Söhne sich mit dir vermählen, und wie sich ein Bräutigam an seiner Braut freut, so wird dein Gott sich an dir freuen. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen, und seine Frau hat sich bereit gemacht. Im himmlischen Hauptquartier Satans wird also kein Satanismus in dem Sinne betrieben, wie es vielleicht bei der Church of Satan der Fall ist, sondern die größte Täuschung ist die Kopierung dessen, was Gott durch die Bibel über den Messias und sein Volk prophezeit hat. Um keine Zweifel daran zu lassen, dass es sich bei dem Gottesdienst in der Hure Babylon tatsächlich um Gottesdienst der Israeliten handelt, schauen wir uns nochmal Offenbarung 18, Vers 23 an, wo geschrieben steht: Und der Klang der Mühle soll nicht mehr in dir gehört werden, und das Licht des Leuchters wird nicht mehr in dir scheinen, und die Stimme des Bräutigams und der Braut nicht mehr in dir gehört werden. Wir haben also in der Hure Babylon die Stimme des Bräutigams und die Stimme der Braut, der Klang der Mühle und das Licht der Lampe bzw. des Leuchters. Und jetzt schauen wir uns mal den israelitischen Gottesdienst nach der Weise von Aaron an und was man dazu unter anderem benötigt. So heißt es in Jeremia 25, Vers 10: Und ich will unter ihnen aufhören lassen, nämlich unter Israel, die Stimme des Bräutigams und die Stimme der Braut, das Klappern der Mühle und das Licht der Lampe. Weder ist die Hure Babylon der Vatikan, noch ist der Wein der Hure Babylon der Katholizismus, auch wenn die meisten Christen, die sich mit der Endzeit beschäftigen, davon ausgehen, die Stadt Satans und sein Gottesdienst in Rom wiederzufinden. Es gibt allerdings eine Geheimgesellschaft, die ebenfalls versucht, etwas Biblisches zu kopieren, nämlich das Volk Gottes auf Erden. Schauen wir mal, wen die Freimaurer laut James Anderson alles zu ihrer Bruderschaft zählen. In der Chronik der Freimaurerei aus dem Jahr 1723 steht geschrieben: Adam, unser Vater, muss die freien Künste, also die Freimaurerei, insbesondere die Geometrie in seinem Herzen getragen haben,
Abraham lernte die Baukunst in Ur und unter Großmeister Moses zogen sie durch die Wüste, oft von ihm zur Hauptloge berufen. Adam, Abraham, Moses und natürlich auch König Salomo gelten in vielen Logen als Freimaurer bzw. als Bauleute. In der Encyclopedia of Freemasonry von Albert Mackey heißt es auf Seite 446, dass Freimaurer ausdrücklich als Söhne des Lichts bezeichnet werden. Und auch in der Bibel heißt es in Epheser 5, Vers 8 über das Volk Gottes, denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Viele Hochgrad-Freimaurer und Schreiner betrachten sich als die Erfüllung dessen, was Gott in der Bibel über sein Volk prophezeit hat, weswegen die Freimaurer auch immer so oft vom salomonischen Tempel sprechen, dessen Säulen Jachin und Boas in vielen Logen zu finden sind. Über die Freimaurer heißt es, dass sie heute an einem geistigen Bau arbeiten und auch dazu brauchen sie lebendige Steine, nämlich Menschen. Und auch in der Bibel heißt es im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 5, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum durch Jesus Christus. Ein anderer wichtiger Baumeister der Freimaurerei ist laut den Chroniken von James Anderson natürlich auch Nimrod, der Architekt des Turmbaus zu Babel. Doch diese Bauleute haben das Projekt in Babel irgendwann aufgeben müssen, was auch das Volk Satans in der Endzeit erkennen wird, denn der Messias sagte in Markus 12, Vers 10, der Stein, nämlich Jesus Christus, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Bei all den Verschwörungen über die neue Weltordnung der Geheimgesellschaften ist es wichtig zu erkennen, dass es sich dabei trotz biblischer Symbolen in den Freimaurerlogen und okkulten Symboliken um keine jüdisch-zionistische Verschwörung handelt, denn der Vater der ganzen Verschwörung ist Satan, der Teufel. Deswegen heißt es in Römer 2, Vers 28 und in Offenbarung 2, Vers 9, denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist, im Geist. Ich kenne deine Werke und deine Drangsal und deine Armut, du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Und in dieser Synagoge des Satans sehen vielleicht einige wie Juden aus und haben auch jüdische Symbole in ihren Logen, doch es sind keine Juden, sondern Anti-Juden bzw. Antichristen. Doch diese okkulten Freimaurer bezeichnen sich nicht nur als Bauleute, als lebendige Steine oder als Kinder des Lichts, sondern auch als Söhne der Witwe. So wurde am 15. Dezember 2017 berichtet, Hiram, der Baumeister, wird als Sohn einer Witwe aus dem Stamm Naphtali bezeichnet. In verschiedenen Systemen der schottischen Maurerei gilt der Tempelorden ebenfalls als Witwe. Die Freimaurer sind selbst die Söhne der Witwe. Auch Hiram Abiff, der unter anderem für den Bau des salomonischen Tempels verantwortlich ist, ist also ein Baumeister der Freimaurerei. Und so wie Hiram und der Tempelorden als Witwen bezeichnet werden, so werden auch die Freimaurer als Söhne der Witwe bezeichnet, was deswegen so interessant ist, da laut Jesaja 47 auch die Mutterstadt, die Hure Babylon, die vom Himmel auf die Erde kommen wird, als Witwe bezeichnet wird. Nun, die Freimaurer mögen sich zwar als Söhne der Witwe bezeichnen, doch wir Christen sind keine Söhne der Witwe, denn wir sind alle durch den Glauben Söhne Gottes, und zwar in Jesus Christus, unserem Herrn, denn die Wahrheit kommt ans Tageslicht wie im Himmel, so auch auf der Erde. Amen.
Wir schreiben das heidnische Jahr 2015 nach Christus. Eine neue Science-Fiction-Serie wurde im Fernsehen ausgestrahlt, nämlich die Serie Childhood's End, die vor allem im Jahr 2035 spielt. Schauen wir mal, um was es in dieser Science-Fiction-Serie geht. So wird berichtet: Aliens kommen in Raumschiffen zur Erde, die über alle großen Städte der Welt schweben. Sie versprechen das Ende von Armut, Verbrechen, Krieg und Krankheit, und durch einen menschlichen Botschafter hält der Overlord Carolyn Kontakt zu den Menschen. Nach einer Weile offenbart Carolyn sein Wesen und die Overlords sehen aus wie der Teufel persönlich. Und so werden sich auch die teuflischen Engel Satans in der Endzeit als außerirdische Helden vorstellen, die ebenfalls gekommen sind, um der Erde zu helfen. Während der Zeit der Invasion der außerirdischen Raumschiffe sagte der Overlord zu seinem Botschafter in der Serie Childhood's End: Die Weltföderation befindet sich in der Gründung. Eure Nationen werden sich nun zu einer vereinen. So wie sich die Nationen auch im Film Independence Day vereint haben und so wie sich die Menschheit auch bei der Ankunft der Hure Babylon und des Antichristen vereinen werden. Ein anderer aktueller Science-Fiction-Film ist Alita Battle Angel, auf den wir bereits kurz in einem anderen Teil eingegangen sind und nochmal genauer unter die Lupe nehmen wollen. Wir schreiben auf der Erde das Jahr 2563, etwa 300 Jahre nach dem großen Krieg, der dazu geführt hat, dass von den ursprünglich 12 reichen Himmelsstädten nur noch eine übrig geblieben ist, nämlich Salem. Im Manga gibt es vor allem zwei Himmelsstädte, die von Bedeutung sind, nämlich Yeru, die Weltraumstadt, und Salem, die Himmelsstadt, die über Schrottstadt schwebt, einer Stadt auf der Erde. Zusammengenommen ergeben die Namen dieser beiden Städte also Jerusalem bzw. Jerusalem, was sich auf das neue himmlische Jerusalem bezieht, das ja auf die Erde kommen wird. Außerdem gibt es bei Battle Angel Alita auch ein riesiges Kolonieschiff namens Leviathan 1, ein Name, den wir auch in der Bibel wiederfinden. Allerdings geht es dabei nicht um ein Raumschiff, sondern um ein Monster aus dem Meer, das laut Bibel in der Endzeit auferweckt und getötet wird. So heißt es in Hiob 3, Vers 8 und in Jesaja 27, Vers 1. Hätten sie doch die verwünscht, die den Tag verfluchen können, die imstande sind, den Leviathan aufzuwecken. An jenem Tag wird der Herr mit seinem harten und großen und starken Schwert den Leviathan heimsuchen, die flüchtige Schlange, ja den Leviathan, die gewundene Schlange, und er wird das Ungeheuer töten, das im Meer ist. Doch es gibt noch andere biblische Worte, die in den Mangas von Battle Angel Alita vorkommen, wie zum Beispiel: Der Beginn des Weltraumprogramms durch die künstliche Intelligenz von Melchizedek, der laut Genesis 14, Vers 18 der König von Salem war und ein Priester Gottes des Allerhöchsten. Und so gibt es in der Tat heute bereits eine künstliche Intelligenz, die gottgleiche Züge entwickeln soll, so wie ein KI-Gott bald eine neue Bibel schreiben soll, während man mithilfe einer künstlichen Intelligenz versucht, Dämonen zusammenzurufen. Im Manga Battle Angel Alita geht es außerdem um die Fertigstellung einer Himmelsleiter, die auch als Jakobsleiter bezeichnet wird und über die wir bereits im sechsten Teil berichtet haben. Doch kommen wir zum Hauptcharakter Alita, der weiblichen Cyborg-Heldin, die eines Tages auf dem Schrottplatz von Dr. Dyson Ido gefunden wurde, der sie sozusagen wieder zum Leben auferweckt hat. Da sich Alita, als sie aufwachte, nicht mehr an ihre Vergangenheit erinnern kann, heißt der erste Band auch Engel ohne Erinnerung. Deswegen wurde Alita von Dr. Dyson Ido im Kinofilm auch Kleine Engel genannt, während es im Trailer von Alita Battle Angel hieß, Wenn ein Engel fällt. Und auch in der Bibel gibt es bekanntlich einen gefallenen Engel namens Lucifer, alias Satan, der Teufel. Während der Zeit lernt Alita Hugo kennen, der ihr im Film Folgendes sagt: Der Doktor hat dich auf dem Schrottplatz gefunden, das heißt, du musst von dort oben sein. Und in der Tat war Alita schon in der Himmelsstadt Salem und wurde auf die Erde geworfen, was Alita allerdings zunächst vergessen hat. Nicht vergessen haben wir die wahren Worte Gottes über Lucifer, über dessen Fall in Jesaja 14, Vers 12 Folgendes geschrieben steht: Wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte? Wie bist du zu Boden geschmettert, du Überwältiger der Nationen? Und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen, ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen, emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleich machen.
Und so wie Luzifer vom Himmel fiel und wieder in den Himmel aufsteigen möchte, so ist auch Alita vom Himmel auf die Erde gefallen und will ebenfalls wieder zurück in die himmlische Stadt Salem. Alita ist in den Mangas eine Elite-Kämpferin im Himmel und auf der Erde ist sie eine Rebellin, so wie Luzifer ein Elite-Engel im Himmel war, der gegen Gott rebellierte und mit seinen Engeln laut dem Buch der Offenbarung im Himmel gegen die Engel Michaels kämpfen wird. Hugo, der Weggefährte von Alita, erklärte ihr im Film Folgendes über die Vergangenheit. In der letzten Nacht des Krieges erzitterte die Erde und der Himmel brannte, aber am Morgen stand Salem immer noch. Wir wissen nur, dass die Himmelsstädte alle in einer Nacht gefallen sind, so wie die Hure Babylon fallen wird, als der Feind seinen letzten Angriff mit allen seinen Schiffen gestartet hat. Im zweiten Band des Mangas erfährt Alita etwas über einen seltsamen Mann, der ein Zeichen auf der Stirn trägt, was alle Einwohner von Salem tragen und was laut Offenbarung 13, Vers 16 auch in der Endzeit der Fall sein wird, denn es bewirkt, dass allen ein Mahlzeichen gegeben wird, auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn. Doch auch das ist nur eine Kopie dessen, was Gott bereits getan hat und in Zukunft wieder tun wird. Schauen wir zunächst mal in die Vergangenheit, denn in Hesekiel 9 heißt es ab Vers 4 über einen Auftrag an die Engel Gottes. Und der Herr sprach zu ihm, geh mitten durch die Stadt, mitten durch Jerusalem, und mache ein Zeichen auf die Stirn der Leute, die seufzen und jammern über all die Gräuel, die in ihrer Mitte verübt werden. Von denen aber, die das Zeichen tragen, nämlich auf der Stirn, rührt niemand an. Schauen wir jetzt mal in die Zukunft, denn in der Endzeit tun die Engel Gottes laut Offenbarung 9 Vers 4 Folgendes. Und es wurde ihnen gesagt, nämlich den Engeln Gottes, dass sie dem Gras der Erde keinen Schaden zufügen sollten, auch nicht irgendetwas Grünem noch irgendeinem Baum, sondern nur den Menschen, die das Siegel Gottes nicht an ihrer Stirne haben. Satan ist nichts anderes als ein himmlischer Kopierer, der die Prophezeiungen über den Messias auf den Antichristen beziehen will, damit die Menschen dem kopierten Messias folgen und den wahren Messias vergessen. Im Film Alita Battle Angel erklärte Dr. Dyson Ido der aufgewachten Alita, dass Salem die letzte der großen Himmelsstädte sei, was sich ebenfalls auf das neue Jerusalem bezieht, die einzige Himmelsstadt, die im Königreich des Messias existieren wird. An einer Stelle hat Alita eine Vision aus der Vergangenheit und erfährt nun den Auftrag, den sie ausführen soll, weswegen Alita in einer Vision gesagt bekommt, zerstöre Salem. Und so wie der gefallene Kampfengel Alita die letzte Himmelsstadt Salem zerstören will, so wird auch der gefallene Engel Satan nach dem tausendjährigen Königreich des Messias versuchen, die Himmelsstadt Gottes zu zerstören, nämlich das neue Jerusalem. So heißt es in Offenbarung 20 ab Vers 7. Und wenn die tausend Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden und er wird ausgehen, um die Heidenvölker zu verführen, um sie zum Kampf zu versammeln. Und sie zogen herauf auf die Fläche des Landes und umringten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt, nämlich das neue Jerusalem. Am Ende des Films Alita Battle Angel sehen wir Alita als Starathletin des Motorball-Turniers und während die Menge jubelt, zeigt sie mit ihrem Schwert auf Salem, während Nova, der sozusagen der König von Salem ist, sie und andere von Salem aus beobachtet, so wie auch Jehova bzw. Yahweh alles vom Himmel aus beobachtet. In Hiob 28 Vers 24 und im Psalm 139 ab Vers 1 steht geschrieben, denn er schaut bis zu den Enden der Erde und sieht alles, was unter dem Himmel ist. Herr, du verstehst meine Gedanken von ferne. Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege, und bist vertraut mit allen meinen Wegen. Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht völlig wüsstest. Alita ist also nichts anderes als eine falsche Heldin, die Gott den Krieg erklärt, denn während der erste Band eher die Rahmenbedingungen von Alitas Welt charakterisierte, geht es im zweiten Band um die Titelheldin Alita selbst. Erinnern wir uns an den vierten Teil dieser Serie, wo wir vom legendären Helden Ayuna berichtet haben, der als heldenhafter Erlöser eine dämonische Himmelsstadt zerstört? Nun, das ist genau das, was der falsche Held der Endzeit mit der Hure Babylon tun wird, nämlich der Antichrist. Er wird mit seinen Anhängern laut Bibel die Hure Babylon zerstören,
damit er als Held und Messias gefeiert werden kann. In Daniel 7, Vers 24 lesen wir von 10 Hörnern, die symbolisch für 10 Könige oder Königreiche stehen. Schauen wir uns mal an, was diese 10 Könige in der Endzeit tun werden. So heißt es in Offenbarung 17, ab Vers 12 über den Untergang der himmlischen Hure Babylon. Und die 10 Hörner, die du gesehen hast, sind 10 Könige, die noch kein Reich empfangen haben, aber sie erlangen Macht wie Könige für eine Stunde zusammen mit dem Tier, dem Antichristen. Diese haben einen einmütigen Sinn und sie übergeben ihre Macht und Herrschaft dem Antichristen. Und die 10 Könige werden die Hure Babylon hassen und sie verwüsten und sie mit Feuer verbrennen. Da Satan und der Antichrist das neue Jerusalem nicht zerstören können, kommt es im wahrsten Sinne des Wortes zu einer Selbstzerstörung, weil der Antichrist seine Macht und sein Königreich auf den Trümmern der Hure Babylon aufbauen wird, und zwar als Held und Messias. In Habakuk 2, Vers 9 und in Offenbarung 17, Vers 7 steht geschrieben: Wehe dem, der ungerechten Gewinn macht für sein Haus, um dann sein Nest in der Höhe anzulegen und sicher zu sein vor dem Unglück. Denn Gott hat ihnen ins Herz gegeben, seine Absicht auszuführen und in einer Absicht zu handeln und ihr Reich dem Antichristen zu geben, bis die Worte Gottes erfüllt sind. Und auch wenn nicht jeder Traum in Erfüllung geht, so ist auf die Erfüllung der biblischen Prophezeiungen Gottes Verlass. Wir sehen also, dass Satan die Hure Babylon am Ende als böse Stadt dastehen lassen wird, damit zum einen der falsche Messias in der Endzeit gut dasteht und als Held verehrt wird, und zum anderen damit die Menschen Angst vor dem neuen Jerusalem haben, dass er ebenfalls vom Himmel auf die Erde kommen wird. Der 9. Band von Battle Angel Alita heißt Lamm und Löwe. Doch wir wissen als Christen, dass es nur ein Lamm gibt, das gleichzeitig auch ein Löwe sein kann, nämlich Jesus Christus. So heißt es in Johannes 1, Vers 29 und in Offenbarung 5, ab Vers 5. Am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht: Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist. Und so wie Jesus die Eigenschaften eines Lammes und eines Löwen in sich vereint, so versucht auch der Antichrist nach dem Untergang der Hure Babylon die Menschen zu vereinen, sodass die größte Verführung nicht die Hure Babylon war, sondern der Antichrist sein wird, mit dessen Aufstieg und Regierung wir uns im vorletzten Teil beschäftigen wollen, denn die Wahrheit kommt ans Tageslicht wie im Himmel, so auch auf der Erde. Amen. Wir schreiben das heidnische Jahr 2035 nach Christus in der Serie Childhood's End, in der Außerirdische die Menschen zu einem höheren Bewusstseinszustand führen wollen, allerdings am Ende die Kinder der Erde entführen und die Erde anschließend zerstören. Durch die Ankunft der Außerirdischen in der Serie Childhood's End sagt eine Frau, dass die Overlords, also die Außerirdischen, Gott zerstört haben und dass ihre Mutter eine gläubige Christin war, doch ihren Glauben durch die Ankunft der Außerirdischen verloren hat, was bei der Ankunft der Hure Babylon und den Engeln Satans ebenfalls bei vielen Menschen der Fall sein wird. In der letzten Folge haben wir gesehen,
dass der Antichrist mit 10 Königen die Hure Babylon vernichten wird, um als Held der Menschheit gefeiert zu werden, wodurch ebenfalls viele Menschen getäuscht werden. Wir schreiben das heidnische Jahr 2016 nach Christus, in dem der Film Batman vs. Superman Dawn of Justice in die Kinos kam. Schauen wir mal, was in diesem Film gesagt wird. So heißt es: Wir, die Bevölkerung dieses Planeten, suchen nach einem Retter. 90% der Menschen glaubt an eine höhere Macht und jede Religion glaubt an eine Art Messias. Und wenn diese Rettergestalt nun wirklich auf der Erde erscheint, wollen wir ihm unsere Regeln aufzwingen? Und diese Endzeitstimmung wird auch während der Machtausübung der Hure Babylon vorherrschen, weswegen sich dann ebenfalls viele Menschen nach einem Retter bzw. nach einem Messias sehnen werden, der auch kommen wird und sich in der Tat nicht nach den Menschen orientieren wird. Wir schreiben das heidnische Jahr 2018 nach Christus. Eine jüdische Gruppe ist der Meinung, dass eine fehlerlose rote Kuh signalisieren könnte, dass der dritte Tempel bald gebaut wird, weswegen der Sanhedrin in Israel bereits 70 Nationen eingeladen hat, um den Altar für den dritten Tempel einzuweihen, der auch laut Bibel gebaut werden wird. Schauen wir mal ins Buch des Propheten Daniel und was der Antichrist in der Endzeit tun wird. So heißt es in Kapitel 7, Vers 25 und in Kapitel 9, Vers 17. Und er, nämlich der Antichrist, wird freche Reden gegen den Höchsten führen und die Heiligen des Allerhöchsten auftreiben, und er wird danach trachten, Zeiten und Gesetz zu ändern, und sie werden in seine Gewalt gegeben sein für eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit, nämlich 3,5 Jahre, und er wird mit den vielen einen festen Bund schließen, eine Woche lang, nämlich 7 Jahre, und in der Mitte der Woche, nämlich nach 3,5 Jahren, wird er Schlacht- und Speisopfer aufhören lassen, und neben dem Flügel werden Gräuel der Verwüstung aufgestellt. Nachdem der Tempel Israels im Jahr 70 nach Christus zerstört wurde, sind nun also Pläne auf dem Tisch, diesen Tempel wieder aufzubauen, wodurch wieder die Schlacht- und Speisopfer eingeführt werden, die der Antichrist abschaffen wird, weil er vorhat, das vorhandene aaronitische Priestertum dann durch das Priestertum nach Melchizedek zu ersetzen, der König von Salem war und Priester Gottes des Allerhöchsten. Auch durch die Auferstehung des Messias wurde das Gesetz des Priestertums verändert. In Hebräer 7 heißt es ab Vers 11: Wenn nun durch das levitische Priestertum die Vollkommenheit gekommen wäre, wozu wäre es noch nötig, dass ein anderer Priester nach der Weise Melchizedeks auftritt und nicht nach der Weise Aarons bekannt wird? Denn wenn das Priestertum verändert wird, so muss notwendigerweise auch eine Änderung des Gesetzes erfolgen. Das Priestertum nach Aaron ist nur in einer Stiftshütte oder in einem Tempel auszuführen, da man eben unter anderem auch Tieropfer darbringt, was nach dem Priestertum nach Melchizedek nicht mehr nötig ist, da Jesus ja als Lamm Gottes für unsere Sünden gestorben und auferstanden ist. Im 2. Buch Mose, Kapitel 28, Vers 36 und im 3. Buch Mose, Kapitel 8, Vers 9, steht Folgendes über den Hohepriester Israels geschrieben: Du sollst auch ein Stirnblatt aus reinem Gold anfertigen und in Siegelgravur eingravieren, heilig dem Herrn. Und er setzte ihm den Kopfbund auf das Haupt und heftete an den Kopfbund vorn an seine Stirn das goldene Stirnblatt, das heilige Diadem. Der Hohepriester Israels hatte also unter anderem ein Kopfbund und ein goldenes Stirnblatt auf seiner Stirn. Da der Antichrist zunächst nach dem Priestertum von Aaron regiert, wird auch der falsche Messias ein Kopfbund tragen, doch nicht nur das. So heißt es in Hesekiel 21, ab Vers 30: Was aber dich betrifft, du entweihter Gesetzloser, du Fürst Israels, dessen Tag kommt zur Zeit der Sünde des Endes, nämlich in der Endzeit, so spricht Gott der Herr: Fort mit dem Kopfbund, herunter mit der Krone. Der Antichrist trägt also nicht nur einen Kopfbund, sondern auch eine Krone, weil er genauso wie Jesus eine Art Königspriester verkörpert. Daher wird der Antichrist ein falscher König und ein falscher Fürst Israels sein. Und so wie der Hohepriester außer einem Kopfbund noch ein goldenes Stirnblatt an seiner Stirn trägt, so heißt es auch in Offenbarung 13, Vers 16 über das Mahlzeichen des Antichristen: Und es bewirkt, dass allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen und den Armen, den Freien und den Knechten, ein Mahlzeichen gegeben wird auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn. Alle Menschen, die dem Antichristen folgen werden, erhalten also sein Mahlzeichen auf die rechte Hand oder auf die Stirn.
Die Stirn steht zum einen für unsere Gedanken und die rechte Hand für unsere Taten, doch es steht symbolisch auch für etwas anderes, nämlich für einen Herrschaftsanspruch. Bevor Jesus vor 2000 Jahren gekreuzigt wurde, geschah laut Matthäus 27, Abvers 27, Folgendes. Da nahmen die Kriegsknechte der Statthalters Jesus und sie zogen ihn aus und legten ihm einen Purpurmantel um und flochten eine Krone aus Dornen, setzten sie auf sein Haupt, gaben ihm ein Rohr in seine rechte Hand und beugten vor ihm die Knie, verspotteten ihn und sprachen, sei gegrüßt, König der Juden. Sowohl die Dornenkrone auf dem Kopf, also auf der Stirn, als auch das Rohr in der rechten Hand stehen symbolisch für die Herrschaft und das Königreich des Messias, auch wenn die Römer diese Krönung verspottet haben. Auch das Volk Gottes erhält während des Königreiches des Messias eine Krone und einen Stab, weil wir mit Christus herrschen werden. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 9 und in Offenbarung 2, Vers 10 heißt es, ihr aber seid ein königliches Priestertum, so werde ich dir die Krone des Lebens geben, und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Vollmacht geben über die Heidenvölker, und er wird sie mit eisernen Stab weiden. Und so wie Gott uns eine Krone auf die Stirn und einen Stab in die rechte Hand geben wird, so werden wir, die wir dem Volk Gottes angehören, auch mit Vollmacht ausgestattet werden, da wir mit dem Messias die Welt im wahrsten Sinne des Wortes beherrschen werden, was Satan und sein Antichrist in der Endzeit kopieren. In Daniel 11, Vers 39 und in Offenbarung 13 steht Folgendes geschrieben. Und er, der Antichrist, wird gegen die starken Festungen vorgehen mit einem fremden Gott. Wer diesen anerkennt, dem wird er große Ehre erweisen und er wird ihnen Gewalt geben über viele und zur Belohnung Ländereien unter sie verteilen. Und der Drache, Satan, gab dem Antichristen seine Kraft, seinen Thron und große Vollmacht. Und es wurde dem Antichristen Vollmacht gegeben über jeden Volksstamm, jede Sprache und jede Nation. Und alle, die auf der Erde wohnen, werden den Antichristen anbeten. Wer die Täuschung der Hure Babylon in der Endzeit sozusagen überstanden hat, der muss sich danach vor allem mit der neuen Weltordnung des Antichristen auseinandersetzen, der vor allem ein Wunder vollbringen wird, das er ebenfalls versucht vom wahren Messias zu kopieren, nämlich die Auferstehung aus den Toten. In Offenbarung 13 heißt es ab Vers 3, und ich sah einer seiner Köpfe wie zu Tode verwundet und seine Todeswunde wurde geheilt. Und die ganze Erde sah verwundert dem Tier nach, nämlich dem Antichristen, und es bringt die Erde und die auf ihr wohnen dazu, dass sie den Antichristen anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Doch wie ist es möglich, dass der Antichrist von den Toten aufersteht? Lässt etwa Gott den Antichristen auferstehen oder ist es vielleicht eher Satan? Schauen wir mal, was ein alter falscher Prophet eines Tages seinen Söhnen sagte. Im 1. Buch der Könige, Kapitel 13, Vers 31 steht geschrieben, und als er, nämlich ein alter falscher Prophet, ihn begraben hatte, sprach er zu seinen Söhnen, wenn ich sterbe, so begrabt mich in dem Grab, in dem der Mann Gottes begraben worden ist, nämlich ein wahrer Prophet, und legt meine Gebeine neben seine Gebeine. Doch warum wollte dieser alte falsche Prophet, dass sein Körper, wenn er stirbt, neben dem Propheten Gottes begraben wird? Nun, wer ein Außerirdischer an Geister oder natürlich auch an Gott glaubt, der weiß, dass es viele Dinge gibt, die wir nicht wirklich erklären können, aber trotzdem existieren, denn den Grund, warum der falsche Prophet neben einem wahren Propheten Gottes begraben werden wollte, finden wir im 2. Buch der Könige, wo in Kapitel 13, Vers 21 Folgendes berichtet wird. Und es geschah, als man einen Mann begrub, da sahen sie plötzlich die Streitschar kommen und sie warfen den Mann in das Grab Elisas, einem Propheten Gottes. Und sobald der Mann hinabkam und die Gebeine Elisas berührte, wurde er wieder lebendig und stellte sich aufrecht auf seine Füße. Die Gebeine bzw. der Leib eines toten Propheten Gottes vermag also Tote aufzuerwecken, weswegen der Prophet Josef damals zu den Söhnen Israels sagte, dass sie seine Gebeine aus Ägypten hinaufbringen sollen ins Heilige Land, weswegen Moses beim Auszug aus Ägypten die Gebeine von Josef mit sich nahm, damit die okkulten Zauberer Ägyptens nicht irgendwelche mumifizierten Pharaonen von den Toten auferwecken, was bei einigen Göttern Ägyptens laut Legenden ja der Fall gewesen ist. Schauen wir mal, was der Satan laut Judas 1, Vers 9 getan hat. So heißt es,
Der Erzengel Michael dagegen, als er mit dem Teufel Streit hatte und über den Leib Moses verhandelte, wagte kein lästerndes Urteil zu fällen, sondern sprach: Der Herr strafe dich. Der Satan besitzt also die Gebeine von Moses, der natürlich auch ein Prophet Gottes war, womit der Satan den Antichristen in der Endzeit womöglich von den Toten auferweckt und seine Todeswunde heilt. Deswegen wird in Johannes 19, Vers 41 erwähnt, dass es dort, wo Jesus gekreuzigt wurde, ein Garten mit einem Grab gab, in das noch niemand gelegt worden war, weil der wahre Messias nicht durch die Knochen toter Propheten auferweckt wurde, sondern durch seinen Vater im Himmel. Wir schreiben das heidnische Jahr 1933 nach Christus. In diesem Jahr wurde in New York City Louis Farrakhan geboren, der heute US-amerikanische Führer der religiös-politischen Bewegung Nation of Islam ist. Während einer seiner Vorträge bzw. Predigten, die man auch im Internet findet, sagte der Schreiner Louis Farrakhan Folgendes zu seinen Anhängern: Was ist ein Schrein? Ein geheiligter Platz der Anbetung einer heiligen Person. Ein Aufbewahrungsort für heilige Relikte, wie die Gebeine eines Heiligen. Das Grab einer heiligen Person. Doch wer ist diese heilige Person, dessen Knochen in einem Schrein sind? Es sind die Gebeine des Architekten des Tempels von König Salomo. Sein Name ist Hiram Abiff. Die Schreiner, also die Lite-Freimaurerei, soll im Besitz der Knochen von Hiram Abiff sein, der laut 1. Buch der Könige, Kapitel 7, Vers 13, in der Tat von König Salomo aus Tyrus gerufen wurde, der Sohn einer Witwe, der zu König Salomo kam und alle Arbeiten für den Tempel Gottes ausführte. Und weil Hiram der Sohn einer Witwe war, bezeichnen sich auch seine Anhänger, also die Elite-Freimaurer, als Söhne der Witwe. Schauen wir mal, was außerdem über Hiram berichtet wurde. So heißt es: Der dritte Grad der Freimaurer. Hier werden der Tod und die Auferstehung des legendären Charakters von Hiram Abiff nachgespielt. Die Freimaurer glauben, dass allen Erdbewohnern eines Tages die alten Mysterien offenbart werden. In der Freimaurerlegende wird Hiram Abiff wieder auferstehen, um die Welt zu regieren. Laut Freimaurerlegende wird Hiram also ebenfalls wieder auferstehen, was nicht heißen soll, dass Hiram der Antichrist ist, sondern eher der falsche Prophet der Endzeit, der dem Antichristen dabei unterstützen wird, sich in den dritten Tempel zu setzen und anbeten zu lassen. Und weil laut Bibel der Antichrist und der falsche Prophet durch die Gebeine eines Propheten Gottes bereits auferstanden sind und nochmals eine Auferstehung praktizieren oder vortäuschen, vermag es niemand, sich mit ihnen anzulegen, weil man sie nicht mehr töten kann. In Offenbarung 13, Vers 4 heißt es über die Endzeit: Und sie beteten den Drachen an, nämlich Satan, der dem Tier, dem Antichristen, Vollmacht gegeben hatte, und sie beteten den Antichristen an und sprachen: Wer ist dem Antichristen gleich? Wer vermag mit ihm zu kämpfen? Nun, es gibt einen, der es vermag, mit dem Antichristen zu kämpfen und ihn auch zu besiegen, nämlich derjenige, der vom himmlischen Vater ebenfalls Vollmacht bekommen hat, und zwar um Gericht zu halten über die Schöpfung, nämlich der wahre Messias, Jesus Christus. Im nächsten und gleichzeitig letzten Teil dieser Serie werden wir uns mit dem Finale der biblischen Endzeitprophetie beschäftigen, denn die Wahrheit kommt ans Tageslicht wie im Himmel, so auch auf der Erde. Amen.
Wir schreiben aktuell das heidnische Jahr 2019, in dem einige Personen in Filmen und Serien von den Toten auferstanden sind, wie man zum Beispiel im Netflix-Teaser zur vierten Staffel der Serie Lucifer sehen kann, in der es heißt, dass er, nämlich Lucifer, auferstanden ist. Außerdem trifft der charmante Teufel in der vierten Staffel von Lucifer seine Jugendliebe Eva wieder, die ebenfalls von den Toten auferstanden ist. 2019 warteten bereits Millionen von Fans auf den Trailer von Star Wars 9, Der Aufstieg Skywalkers, der auf Englisch The Rise of Skywalker heißt, was man also auch mit der Auferstehung Skywalkers übersetzen könnte. Doch außer einem Skywalker scheint noch jemand anderes in Star Wars 9 auferstanden zu sein, nämlich der Imperator, also das Böse in Person. In einem Artikel vom 15. April 2019 heißt es: Star Wars 9 – The Rise of Skywalker. Imperator Palpatine scheint von den Toten auferstanden zu sein. Und mit einem Wert von 42 Milliarden Dollar ist Star Wars die zweitgrößte Medienmarke der Welt. Auch im Endgame des Kinofilms Avengers 4 gibt es einige Superhelden, die von den Toten zurückgekehrt sind. Und so wie sich damals im antiken Ägypten die Verstorbenen durch die ausführliche Beschreibung von Osiris Einbalsamierung und Wiederauferstehung erhofften, so wird auch laut Freimaurerlegende Hiram Abiff wieder auferstehen, um die Welt zu regieren, denn er ist die zentrale Figur in der Saga der Freimaurerei. Im Buch Geheimgesellschaften 3 – Krieg der Freimaurer wird auf Seite 111 außerdem berichtet: Hiram Abiff wird auch als Adon Hiram bezeichnet, wobei Adon im Hebräischen Herr bedeutet. Auch dieser Hiram Abiff ist kein gewöhnlicher Sterblicher gewesen, denn sein Vorfahr war Kain. Doch wenn Hiram aus der Blutlinie von Kain kommt, wie kann dann die Blutlinie von Kain überlebt haben? Nun, Tubal Kain aus der vorsintflutlichen Blutlinie von Kain hatte eine Schwester, nämlich Naama, die dann die Frau von Ham geworden sein soll, dem Sohn Noahs. Darüber hinaus wird in der Legende der Freimaurer berichtet: Diese Kinder, nämlich Kains Blutlinie, wussten, dass Gott sich entweder durch Feuer oder durch Wasser für die Sünden rächen würde. Und so schrieben sie die Wissenschaften, nämlich die okkulten Lehren, die man in zwei Steinsäulen gefunden hat. Diese beiden Steinsäulen wurden zum einen von Hiram vor dem Tempel Salomos aufgebaut und zum anderen sind die beiden Säulen namens Jachin und Boas auch Symbole in der Freimaurerei. Auch im Buch der Jubiläen heißt es in Kapitel 3: Kainan fand eine Schrift, welche die Vorväter in einen Felsen gehauen hatten, und er las, was in ihr stand, und schrieb sie ab. Und er sah aus ihr, dass in ihr die Lehre der Wächter war, durch die sie die Zauberlehre machten. Die Lehre der Wächter sind die okkulten Lehren der gefallenen Engel, die sich laut Henoch 7 Vers 1 mit den Menschenfrauen vermischten und den Menschen lehrten, wie man Zaubermittel und Beschwörungen durchführt und einsetzt. Und auch in Ägypten, das im Psalm 105 Vers 23 als Land Hams bezeichnet wird, gab es okkulte Zauberer, die nach der Sintflut den Okkultismus weiter betrieben und weiter gelehrt haben. Im zweiten Buch Mose heißt es in Kapitel 7 ab Vers 11: Da rief der Pharao die Weisen und Zauberkundigen, und auch die ägyptischen Zauberer taten dasselbe mit ihren Zauberkünsten. Und jeder warf seinen Stab hin, und es wurden Schlangen daraus. Diese ägyptischen Zauberer haben die okkulten Lehren der gefallenen Engel angewandt, weswegen der vorsintflutliche Okkultismus die Sintflut überlebt hat und heute unter anderem bei den Hochgrad-Freimaurern und in anderen okkulten Geheimgesellschaften zu finden ist, sowie auch das ägyptische Auge des Horus bzw. das allsehende Auge der Freimaurer und Illuminaten. Und so wie Osiris der erste Gott Ägyptens war, der gestorben und wieder auferstanden ist, so soll sich nicht nur Hiram Abiff wieder in der Wiederauferstehung befinden oder auferstehen, sondern auch der Antichrist. In Offenbarung 13 heißt es ab Vers 3: Und ich sah einen seiner Köpfe wie zu Tode verwundet, und seine Todeswunde wurde geheilt. Und die ganze Erde sah verwundert dem Tier nach, nämlich dem Antichristen. Und es bringt die Erde und die auf ihr wohnen dazu, dass sie das erste Tier anbeten, nämlich den Antichristen, dessen Todeswunde geheilt wurde. Doch bevor wir uns mit dem Ende des Antichristen beschäftigen, wollen wir nochmal festhalten, dass der Anfang des Königreiches von Nimrod Babel war, das sich im Land Sinja befindet, wo in der Endzeit ein Haus aufgebaut werden soll, und wenn dieses Haus aufgerichtet ist,
dann wird die Hure Babylon an diesem Ort landen und für viel Verwirrung unter den Menschen sorgen. Sogar in Israel hat man nun Pläne für einen Wolkenkratzer, der dem Turm zu Babel sehr ähnlich sieht und $666 Millionen kosten soll. In einem Artikel vom 29. Januar wurde berichtet: Wolkenkratzer von Tel Aviv, Remake des Turms von Babel oder Vorbereitung für den dritten Tempel? Einer der größten Immobilienentwickler in Israel enthüllte Pläne für das bald höchste Gebäude in Israel, das überraschend ähnlich aussieht wie der Turm von Babel, bei geschätzten Kosten von $666 Millionen. Nun, dass dieser Turm zu Babel in Israel $666 Millionen kosten soll, ist in der Tat außergewöhnlich, doch es könnte in der Tat eine Vorbereitung für den dritten Tempel sein, bei dessen Anweihung eines Tages ja 70 Nationen beteiligt sein sollen, nach dem Motto »Die Welt zu Gast in Israel«. Doch laut Bibel wird es der Antichrist sein, der sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. So wie die Freimaurer praktisch okkulte Israeliten sind, deren Baumeister Hiram ist, so ist auch der Antichrist ein König und Priester Israels, weswegen wir uns mal den Unterschied zwischen dem Südreich und dem Nordreich Israels anschauen wollen. So wird berichtet: Dann wurde David in Hebron zum König von Juda gesalbt und er begann damit, die verschiedenen Stämme des Volkes zu einem Königreich zu vereinen. Doch nach dem Tod von Salomo, dem Sohn Davids, zerfiel das Königreich in zwei Teile, in ein Nordreich mit Namen Israel und in ein Südreich mit Namen Juda. Das Südreich Juda waren bzw. sind also die Juden, zu deren Wohnbereich auch Jerusalem gehört, die ewige Hauptstadt Israels, und die 10 Stämme des Nordreiches Israel teilten sich den Rest des Königreiches, was David vereint hat und das auch der Antichrist vereinen wird, weswegen der Messias auch als Ben Josef bzw. Ben David genannt wird, also als Sohn Davids. Schauen wir mal, was der Antichrist, der auch als König des Nordens bezeichnet wird, in der Endzeit vorhat. In Daniel 11 heißt es ab Vers 40: Zur Zeit des Endes aber, nämlich in der Endzeit, wird der König des Südens, des Südreiches Israel, mit ihm, dem Antichristen, zusammenstoßen. Da wird dann der König des Nordens, der Antichrist, mit Wagen, Reitern und vielen Schiffen auf ihn losstürmen. Er wird auch in das herrliche Land kommen. Aber Gerüchte aus Osten und Norden werden ihn erschrecken. Daher wird er in großer Wut aufbrechen, um viele zu verderben und zu vertilgen. Und er wird sein Prachtzelt zwischen dem Meer und dem herrlichen Berg des Heiligtums aufschlagen. Und da wird er sein Ende finden und niemand wird ihm helfen. Der König des Hauses Israels und deren 10 Stämme ist der König des Nordens, der sich mit dem Südreich, also dem Haus Juda, früher oder später einen Krieg leisten wird, doch am Ende wird er verlieren, auch wenn ihm die 10 Stämme des Nordreiches ihre Macht zunächst übergeben werden. So heißt es in Offenbarung 17 ab Vers 12: Und die 10 Hörner, die du gesehen hast, sind 10 Könige, nämlich die der 10 Stämme des Hauses Israels, die noch kein Reich empfangen haben, aber sie erlangen Macht wie Könige für eine Stunde zusammen mit dem Antichristen. Diese haben einen einmütigen Sinn und sie übergeben ihre Macht und Herrschaft dem Antichristen, und diese werden mit dem Lamm Krieg führen, und das Lamm, nämlich Jesus, wird sie besiegen, denn es ist der Herr der Herren und der König der Könige. Das Lamm Gottes wird den Antichristen und seine Armee also besiegen, nämlich der wahre Messias, Jesus Christus. Wir sehen also, dass das Thema Israel eine wichtige Rolle in der Endzeit spielt, denn auch Jesus sagte in Matthäus 15, Vers 24, dass er nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels gekommen ist, dessen Schafe der Antichrist stehlen und verführen will, weil er ein falscher Hirte ist. Über das endgültige Ende des Antichristen, des falschen Propheten und des Teufels heißt es im 2. Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 8, in Offenbarung 19, Vers 20 und in Kapitel 20, Vers 10: Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, den der Herr verzerren wird, nämlich den Antichristen. Und das Tier wurde ergriffen und mit diesem der falsche Prophet, der die Zeichen vor ihm tat. Die beiden wurden lebendig in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Und nach dem tausendjährigen Königreich des Messias wird auch der Teufel, der sie verführt hatte, in den Feuer- und Schwefelsee geworfen. Das Böse wird also buchstäblich ausgelöscht bzw. außer Kraft gesetzt, weil dann Gott selbst das Zepter in die Hand nimmt
und das Universum mit seiner Gerechtigkeit, seiner Weisheit und durch seine göttliche Kreativität füllen wird. Was die Außerirdischen betrifft, so könnte man abschließend festhalten, was der Okkultist Aleister Crowley sagte, nämlich dass man diese Erscheinungen damals Engel oder Dämonen nannte, nämlich vollkommen zu Recht, aber eines Tages als etwas anderes bezeichnet wird, nämlich als Außerirdische oder UFOs, denn laut König Salomo gibt es nichts Neues unter der Sonne. Wenn wir über die okkulten Werke der Finsternis und die neue Weltordnung der Geheimgesellschaften Bescheid wissen, sollen wir diese Dinge dann als Christen für uns behalten oder denjenigen offenbaren, der noch nichts von dieser satanischen Weltverschwörung weiß? In Epheser 5, Vers 11, in Kapitel 6, Vers 11 und in Offenbarung 2, Vers 24 steht geschrieben: Und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern deckt sie vielmehr auf, vor allem für jene, die nicht die Tiefen des Satans erkannt haben. Deswegen zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Wenn Menschen die Wurzel des Bösen in der Welt erkennen, nämlich die Angriffe Satans im geistigen Bereich, dann erkennen vielleicht noch mehr Menschen die Wurzel und die Quelle des Guten, nämlich den lebendigen Gott der Bibel. Freimaurer mögen sich vielleicht für die zwei Säulen, Jachin und Boas, interessieren, doch Jesus wird uns selbst zu einer Säule im Tempel seines Gottes machen, denn der Stein, den die Bauleute und Freimaurer verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden, nämlich Jesus Christus. Doch nachdem wir uns in dieser Serie öfters mit der Vergangenheit und der Endzeit beschäftigt haben, wollen wir nun mal einen Blick in die positive Zukunft werfen, nämlich ins Königreich Gottes auf Erden. So heißt es im Psalm 86, Vers 9, in Jeremia 31, Vers 34 und in Offenbarung 15, Vers 4: Alle Völker, die du gemacht hast, werden kommen und vor dir anbeten, o Herr, und deinem Namen Ehre geben. Und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen: Erkenne den Herrn, denn sie werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen, spricht der Herr. Ihr alle Völker werden kommen und vor dir anbeten, denn deine gerechten Taten sind offenbar geworden. Wie gerecht Gott wirklich ist, wird einigen Menschen leider erst klar, wenn sie erkennen, wie ungerecht die Kunstgriffe des Teufels waren, dessen Zeitalter Gott sei Dank bald abgelaufen ist. Am Anfang dieses letzten Teiles der Serie haben wir über die Auferstehung der Toten gesprochen und weil jeder Mensch, früher oder später, sein vergängliches irdisches Leben verlieren wird, sollte jeder Mensch danach streben, das ewige Leben zu bekommen, doch das kann uns nur einer geben und das ist derjenige, der selbst von den Toten auferstanden ist, nämlich der Sohn des allmächtigen Gottes, Jesus Christus. So heißt es in Johannes 11, Vers 2 und im Buch der Offenbarung ab Kapitel 1: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein. Und siehe, ich mache alles neu. Und siehe, ich komme bald. Lang lebe der König, doch ewig lebt der König der Könige, der wahre Messias und Sohn des allmächtigen Gottes, Jesus Christus. Amen und Gott segne euch.